Truce, wechsle Room. Warte, Bee. Würdest du mir bitte einen leeren Blumentopf rüberreichen? Oh, ihr seid nicht Bartleby. Gut gemacht, kleine Helfer. Ich frag mich nur, wo mein großer Helfer Bartleby hin ist. Oh, Fischpusti-Cracker. Ah, es regnet. Es regnet, es schüttet und Bartleby ist am Streicheln. Hast du vergessen, welcher Tag heute ist? Ist es Schlaf auf dem Gras-Tag? Nein. Wirst du mein Fell-Tag? Nein. Ist hier Essen-Tag? Nein, Dummi. Heute helfen wir Griselda beim Gärtnern. Wow, also einen Moment. Was glaubst du, wo du mit Truce Blumen hingehst? Schon okay, Bee. Ich gebe sie Griselda, damit sie sie in ihren Garten pflanzen kann. Oh, das ist so lieb. Okay, genug gequatscht. Lasst uns diese Blumen auf den Wagen bekommen. Das ist sowas wie ein Kristall. Riecht pfefferminzig. Welcher Kristall riecht denn pfefferminzig? Vielleicht finden wir das raus, wenn wir ihn sauber machen. Oh, was geht denn hier vor? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich glaube, der Kristall hat die Position von deinem Saftball mit der von der Schaufel vertauscht. Wow, einfach unfassbar. Ein wirklicher funktionierender Wechselchen. Wechselklein. Wechseldingens. Wechseleroo. Wechseleroo. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Hast du jemals etwas so Großartiges gesehen? Stell dir nur vor, was wir alles austauschen können. Sie hat meinen Ball. Sie hat meinen Ball. Jetzt sind wir wieder Freunde. Wow. Großartig! Ich will auch mal helfen! Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Du bist ich? Und du bist eine wirklich sehr attraktive Katze. Wechsleroo hat unsere Körper getauscht. Ich kann keine Katze sein. Und was ist mit mir? Wie soll ich denn ein Mensch sein? Oder ein Mädchen? Ich habe keine Ahnung von beidem. Wir müssen wieder zurücktauschen. Wie kann man mit diesen Pfoten etwas festhalten? Und wofür braucht man all diese Finger? Sie schwabbeln nur herum. Wann kommt ihr her und helft mir mit meinem Garten? Die Grismos machen alles kaputt. Hilf mir, True. Sie denkt, du bist ich. Sag irgendwas. Zum Beispiel? Warte, wer war das? Warte, ich mach das schon. Wir sind unterwegs. Bis gleich. Auf dem Weg? True, wir können doch nicht so zu Griselda gehen. Müssen wir aber. Wir haben versprochen zu helfen. Schnapp dir den Kristall und wir klären die Sache dort. Okay. Aber wenn wir da ankommen, will ich wieder eine Katze sein. Ich verstehe nicht, wie ihr ohne Fell klarkommt. Ich erfriere. Stellt die Bank dahin, wo der Busch ist, und den Busch dahin, wo die Bank ist. Weitergehen. Nein, nein, das ist auch falsch. Stellt sie wieder zurück. Okay, wir versuchen zurückzuwechseln, bevor wir mit Griselda reden. Es ist so schwierig, mit diesen Pfoten was festzuhalten. Wer ist das da hinten? Oh nein, da kommt sie. Lassen wir sie einfach reden. Zur Abwechslung mal. Hallo. Hi, Griselda. True, Bartleby, ihr zwei klingt komisch. Ist auch egal. Tatarada! Alles, was hier war, ist dort. Und alles, was dort war, ist hier. Und True, was tust du da? Meine Hände sind so schmutzig vom Gärtnern. Okay. Was ist das? Überraschung! Oh, das ist so lieb von dir, True. Ein Kristall? Er riecht nach Pfefferminz. Er wird das perfekte Herzstück meines Gartens. True, wir brauchen Wechseleroo zurück. Warum hast du ihr nicht gesagt, dass es kein Geschenk ist? Ich konnte nichts sagen, ohne zu zeigen, dass wir verwechselt sind. Grismos, stell das hier sofort auf die Spitze des Vogelbarts. Es ist das neue Herzstück. Also
bewacht es gefälligst gut. Puh, dieses Gärtner ist ganz schön anstrengend. Zeit für ein Schönheitsschläfchen. Oh, und ich will, dass der Kristall glänzt, sodass ich mein Gesicht darin sehen kann. Also poliert ihn gefälligst regelmäßig. Vielen Dank. Polieren? Regelmäßig? Christmas, nein, oder ihr? Verwechselt alles! Christmas, ich brauche diesen Kristall wirklich zurück. Aber es wird alles vertauscht werden. Wir müssen diese Wechselei aufhalten. Keine Angst, dieses Ninja-Kätzchen, Mädchen, wird ihn zurückholen. Bartleby? Ja. Ich weiß nicht, wie ich mit deinem Körper umgehen soll. Ich bin die Katze. Ich kann springen. Ninja-Katze, los! Ein Staubwedel. Schmutziger Trick. Keine Krallen, keine Krallen. Ich bin es gewohnt, auf meinen Pfoten zu landen. Sieh nur. Die Strahlen gehen überall hin schon. Sogar nach Regenbogenstadt. Die Gitti geht Zen. Mein Haus! Das kriegen wir alleine niemals wieder hin. Wir brauchen dringend Wunschhilfe. Oh, Cumulo! Hi, Cumulo. Bring uns bitte schnell zum Wunschbaum. Achtung! Geräuschewünsche, ihr geht bitte hier rüber. Und Sprungwünsche, ihr geht bitte darüber. Hi, Sie. Willkommen, True und Bartleby. Ich ändere gerade ein paar der Wunschpositionen im Wunschbaum. Noch mehr verwechseln. Können die Dinge nicht einfach bleiben, wie sie sind? True? Irgendwas stimmt mit deiner Stimme nicht. Du klingst wie Bartleby. Nein, nein. Meine Stimme klingt genau wie immer sie. Oh, Bartleby. Ich traue meinen Augen nicht. Und meine Ohren spielen mir einen Streich. Oder ich träume gerade. Wünsche, weckt mich bitte auf. Ich kann beim Arbeiten nicht schlafen. Danke, sprunghafter Wunsch. Schon okay. Das ist kein Traum. Bee und ich haben die Körper getauscht. Ja. True hat einen Kristall gefunden, den wir Wechselaru nennen. Und er hat uns vertauscht. Und jetzt bin ich ein Mensch und sie eine Katze. Ich vermisse mein Fell. Heilige Schwerkraft, das ist ein Riesenproblem. Kommt, lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Wie können die Wünsche dir helfen, True? Also, zuerst brauchen wir den Wechselroo von den Grismos zurück. Griselda glaubt, True hätte ihn ihr geschenkt. Aber das stimmt nicht. Okay, das ist seltsam. Wirklich seltsam. Aber vielleicht kann ein Wunsch uns irgendetwas geben, das Griselda viel lieber haben möchte. Und sobald ihr den Kristall wieder habt, könnt ihr zurückwechseln und alles wird wieder gut. Richtig? Nicht wirklich. Wir haben gesehen, dass der Wechselroo Strahlen auf Regenbogenstadt schießt. Hey, und auf den Füßen gelandet. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Wartet, True bittet immer um die Wünsche. Aber momentan bin ich True. Der Wunschbaum weiß immer, wer die wahre True ist. Aber sie wird den Wunschsack brauchen. Oh, richtig. Passt perfekt. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche.
Das sind wirklich großartige Wünsche, Bartleby. Ich meine, True. Lasst uns die Wunschklopädie checken. Dein erster Wunsch ist Schnüffler. Dieser Schnüffelwunsch hat eine super starke Nase zum Rumschnüffeln. Wenn er auch stark genug ist, Sachen zu bewegen, kann er uns helfen, die verwechselten Sachen wieder zurückzuwechseln. Wohl auch ein starker Nieser, glaube ich. Dein zweiter Wunsch ist Dobli, einer meiner Lieblinge. Er macht exakte Kopien von Dingen, egal ob du eine oder 100 brauchst. Wovon könnte ich eine Kopie machen, die hilfreich wäre? Vom Wechsleroo! Ich könnte Griselda eine Kopie von ihm geben, sodass ich den echten zurückbekomme. Und dein dritter Wunsch ist... Ah ja, Globschi. Ein Sehwunsch. Er hilft dir, Dinge zu entdecken, die deine Augen nicht sehen können. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir einen Sehwunsch brauchen, aber ich bin sicher, mir fällt schon was ein. Dir fällt immer etwas ein, True. Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Du bist der Beste, Sie. Viel Glück, True Bartleby. Also True Bartleby, True. Warum? Wie geht es, meiner Blumicus Magnificus? Hallo, Biene! Zuckendes Zitronengelb. Ich bin eine Biene. Dann trainiere ich wohl besser mein Summen. Pause. Bee, wir brauchen zuerst den Wechsleroo. Dann gibt es Eis. Oh, richtig. Es wird Zeit, ihn zurückzuholen und all das Wechseln zu beenden. Zip-Zap-Zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Dobli. Wunsch werde wahr. Bist du bereit? Hi, Grismos. Ich brauche dringend diesen Kristall zurück. Ich nehme ihn nicht mit. Ich mache nur eine Kopie davon. Interessiert uns nicht. Perfekt. Wir hätten gerne eine Wechsleroo-Kopie. Aber bitte ohne seine Kräfte. Oh, eine ausgeruhte Prinzessin ist eine glückliche Prinzessin. Okay, alle zusammen. Wie sieht es denn nun in meinem... Mein Kristall! Oh nein, die Kristalle landen überall. Der echte Wechsleroo, lass ihn nicht entwischen. True, was ist hier los? Oh, warum regnet es Kristalle? Oh, meine Nase. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich habe ihn gerieben. Wow, das ist seltsam. Ist gerade jeder größer geworden? Ich bin ein Hund. Wieso bin ich ein Hund? Es tut mir wirklich leid, Griselda. Wieso sprichst du wie True? Du und deine Grismos sollten meinen Kristall gar nicht haben. Er ist ein Wechsleroo und er vertauscht Dinge. Und Leute und Katzen. Er hat unsere Körper vertauscht. Das ist echt seltsam. Ah, das bin ich. Ich habe mit meinem Frugilein den Körper getauscht. Ah, was ist das? Es verfolgt mich. Ah,
bin hinter dir, True. Hab ihn. Ich mache lauter Pfotenabdrücke drauf. Oh nein. Wie sollen wir den echten Wechsleroo jetzt finden? Hab doch kein schlechtes Gewissen. Es ist nicht deine Schuld. Du hast dich erschreckt. Du bist ein toller Helfer. Ich kann nicht glauben, dass ich ein Hund bin. Ein wirklich wundervoller Hund. Aber ein Hund. Oh, Froggy, nein! Haltung und Anmut! Sei eine Prinzessin! Komm schon, Bee. Wir müssen den echten Wechsleroo finden. Ich komme mit dir, True. Das ist nicht meine Haltestelle. Okay, die Dinge wirken hier wirklich schlimm verwechselt. Oh, wo kommen die ganzen Bäume her? Warte, Bee, ich habe ihn gefunden. True. Wow, das ist wie ein riesiges Kristallversteckspiel. Wie sollen wir bei den ganzen Kopien wissen, welcher der echte Wechsleroo ist? Also, zuerst müssen wir jeden Kristall, den wir finden können, einsammeln. Okay. Aber wie sollen wir alle Kristalle finden, wenn wir nicht mal sehen können, wo sie sind? Wir müssen sie gar nicht sehen. Wir müssen sie einfach nur riechen. Ach ja. Sie riechen pfefferminzig. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Schnüffler. Wunsch werde wahr. Hi, Schnüffler. Du musst für mich alle Kristalle finden, egal wo sie sind. Sie riechen nach Pfefferminz. Kannst du sie für uns erschnüffeln? Ich werde mit diesen Fingerdingern immer besser. Ich glaube, das waren alle. Danke, Schnüffler. Und jetzt müssen wir herausfinden, welches der echte Wechsleroo ist. Zum Glück habe ich dafür ein System. Schnapsi. Nein. 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 Kann ich helfen? Nein, ich schaff das. Nein. Oh, ein Krampf. Ich habe einen Krampf. Das wird ewig dauern. Schon wieder. Nein, keiner der Kristalle war der Wechsleroo. Vielleicht ist es einer von denen. Es muss einen Weg geben, rauszufinden, welches der echte Wechsleroo ist, ohne sie alle einzeln zu polieren. Lass uns überlegen. Unser letzter Wunsch ist Glubschi. Er sieht Dinge, die unsere Augen nicht sehen können. Okay, was ist auf dem Wechsleroo, das wir nicht sehen können? Meine Pfotenabdrücke. Ich habe sie auf dem Wechsleroo verteilt, als ich ihn festhalten wollte. Die kann Glubschi suchen, um den echten Wechsleroo zu finden. Das ist eine super tolle Idee. Worauf warten wir dann noch? Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Glubschi. Wunsch werde wahr. Glubschi, wir suchen nach einem bestimmten Kristall mit Pfotenabdrücken darauf. Kannst du uns helfen? Wo ist er nur? Pfotenabdruck! Ninja-Katze True, los! Ja! Tolle Schwanzkontrolle! Du kennst den Spruch, Bee? Übung macht den Meister. Danke, Glubschi. Du warst eine große Hilfe. Toll gemacht, True. Schnell, wechsel uns zurück, bitte. Okay, Bartleby. Schnurrhaare. Keine Schnurrhaare. Schwanz. Kein Schwanz. Katzenhaftes Selbstbewusstsein. Kein Schwanz. Ich bin wieder ich. Ich bin so glücklich, Bartleby. Aber es gibt noch eine Menge zurückzuwechseln. Los, komm mit.
Können wir nicht mal eine Sekunde feiern? Okay, eine Sekunde Tanzparty. Okay, los, komm mit. Lass uns alles wieder zurückwechseln. Kein Grund, mit dem Üben aufzuhören. Danke, Cumelo. Toll, wechsle Roots, True. Schwanzwedeln macht keinen Spaß mehr. Dieser Kristall sieht in meinem Garten wirklich wunderschön aus. Mir war nicht klar, dass er nicht für mich ist. Gute Nachrichten, Griselda Frookie. Du kannst alle Kristallkopien haben. Bitte mich nicht, sie alle zu zählen. So weit kann ich nicht zählen. Oh, wechsel sie zurück, True. Schnell wechsel sie zurück. Dein Stopp, Frookie. Ich habe eine Katze geküsst. Wartet. Schwanz weg, Finger wieder da, Fähigkeit zu knixen. Perfekt. Tja, also, was stellst du mit dem Wechseleroo an, True? Also, ich kenne den perfekten Ort, wo er keinen Ärger mehr machen kann. Hier, sicher und gesund, zurück im Grund. Winterwünsche. Es geht darum, die Dekorationen genau richtig hinzubekommen. La, la. Hey! Das gefällt mir, Bee. Das steht dir wirklich gut. Hey, ja, ich könnte einen neuen Winterwunsch-Fashion-Trend starten. Miau. Mal sehen. Wir haben Lametta-Bäume und blinkende Lichterketten. Aber wir brauchen noch diese spezielle Kleinigkeit. Ohne ist es einfach kein Winterwunschfest. Wir brauchen Griselda-Kuchenkekse und heißen Sasuni-Kakao. Ich habe an etwas anderes gedacht. Es ist weiß, es ist flauschig, es fällt vom Himmel. Fällt vom Himmel? Oh, ich weiß es. Nimm mich, ich will, nimm mich. Ja, Bartleby. Schnee, wir brauchen Schnee. Ja, erinnerst du dich an die letzte Wunschnacht, als alle sich um den Wunschbaum versammelt haben, um sich was für den Winter zu wünschen? Und die Wünsche sind aufgetaucht und haben in verschiedensten Farben gefunkelt. Und flauschiger weißer Schnee ist auf den Baum gefallen. Es gibt keine Winterwünsche ohne Schnee. Ganz genau. Erinnern wir den Regenbogenkönig lieber nochmal daran. Zu dieser Jahreszeit hat er immer viel um die Ohren. Er könnte es noch vergessen. Warte auf mich. Sie wird es einfach lieben. Wow. Oh. Ah. Komm her. Ich hab dich. Komm her. Komm her. Das ist wunderschön, Regenbogenkönig. Ist das für das Winterwünschen? Nein, meine Liebe. Dieses prismische Geschenk ist zum Tanzen. Ich werde es meiner Schwester geben. Sie liebt es zu tanzen. Komm her, komm schon. Wie laufen die Vorbereitungen fürs Winterwünschen? Die Regenbogenstadt sieht magisch aus, auch ganz ohne Magie. Das erinnert mich daran, wir brauchen noch Schnee. Kurioses Kirschrot. Der Winterwunsch Schnee hätte ich fast vergessen. Ich war etwas abgelenkt von dieser Kugel aus Regenbogenglanz.
besorgen wir den Schnee für die Wünsche. Hier lang, folgt mir. Ich hab's gefangen. Ich hab's gefangen. Was? Wo ist es hin? Hey, wartet auf mich. Der Winterwunschschnee ist also irgendwo hier im Schloss? Oh nein. Das Regenbogenschloss ist gar nicht kalt genug für Schnee. Der Schnee ist ein besonderes Geschenk meiner Schwester. Eure Schwester schenkt euch Schnee? Was schenkt man denn da zurück? Wir haben eine wundervolle Tradition des Geschenkeaustauschens beim Winterwünschen. Ich gebe ihr etwas Regenbogiges und sie gibt mir Schnee. Kommt, ich will euch etwas wirklich Wundervolles zeigen. Willkommen in meinem königlichen Familienzimmer. Wow! Das sind aber eine Menge Spiegel. Ja, und jeder ist ein Fenster in ein anderes Königreich. Kristallkönigreich, Herzkönigreich, Himmelkönigreich. Ja, bam, 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 bam. Das ist das Wasserkönigreich, Bartleby. Oder wie einige es nennen, das Königreich der endlosen Bäder. Ein Badekönigreich! Soll das ein Scherz sein? Ich bleibe lieber im Regenbogenkönigreich. Vielen Dank auch. Schönen Tag noch. Das muss das Eiskönigreich sein. Du hast recht, True. Ein kaltes, aber schillerndes Königreich. Das Zuhause meiner Schwester. Oh, eure Schwester ist die Eiskönigin. In der Tat. Mal sehen, ob sie da ist. Regenbogenkönig. Frohes Winterwünschen. Jinxies. Das machen wir seit 2 Millionen Jahren. Schwester Herz, dies sind meine guten Freunde True und Bartleby. Erfreut euch kennenzulernen, eure Hoheit. Ebenso. Oh, hallo. Oh, erinnert ihr euch an Eischen, meinen kleinen Eiskristall? Er hilft mir, das Eiskönigreich gefroren zu halten. gekühlte Perfektion. Vielen Dank, Eischen. Er ist so süß. Wenn er könnte, würde er direkt durch den Spiegel hüpfen. Oh, darf er das? Mit uns spielen? Nur ein bisschen. Du würdest das Winterfest lieben, Eischen. Alles ist hell und glitzernd, so wie du. Oh, es tut mir leid, Eischen, aber es ist viel zu gefährlich, wenn du das Eiskönigreich verlässt. Für uns alle. Eischens einzigartige Gabe verursacht den sogenannten ewigen Frost. Was ist ewiger Frost? Das ist Eis, das nicht schmelzen kann. Stimmt doch, Schwesterherz? Ja, solange mein kleines Eischen da ist, wird der ewige Frost bestehen bleiben. Eine wundervolle Sache, wenn man die Kälte mag. Ha, diese Katze nicht. Tja, Eischens ewiger Frost kann außerhalb des Eiskönigreichs wirklich leicht außer Kontrolle geraten. Er verbreitet sich rasend schnell und gefriert alles auf seinem Weg. Vielleicht bleibst du besser da. Tut mir leid, mein Kleiner. Eischen ist ein guter kleiner Kristall, aber manchmal ist es schwierig mit ihm. Grandioses Gelb, das hätte ich fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich selbst gemacht. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Was ist das? Es ist zum Tanzen. Ah, ich kann kaum erwarten, es auszuprobieren. Und hier ist dein Geschenk. Extra flauschig, genau wie du es magst. Frohes Winterwünschen, Jinxies! Ich komme, Eischen. Bis bald. Los, zurück zur Feier, ihr Lieben. Oh!
die sind so lecker. Oh, so lecker. Ich weiß, das sind bisher wirklich die besten. Oh, oh, vielen Dank. Kein Winterwünschen ohne heißen Sasuni-Kakao. Perfekt. Zum Wohl. Batterby, schling doch nicht so. Man muss die Kekse genießen. Zu spät. Bin fertig. Du meine Güte, soll ich dich aufwärmen? Oh, kalt, kalt, kalt. Du bist ja völlig eingefroren. Du brauchst einen Pelzmantel. Ich bin bereit, True. Gut gemacht, Bee. Warum ist dir so kalt geworden, kleiner Helfer? Oh, das ist der süße kleine Eiskristall aus dem Eiskönigreich. Der den ewigen Frost verursacht, der nicht geschmolzen werden kann. Der ewige Frost, der nicht geschmolzen werden kann! Er wird das ganze Festival einfrieren! Wir müssen ihn fangen und nach Hause bringen. Und zwar sofort! Eischen! Komm her, Eischen! Aber nein! Grandioses glitzerndes Gold! War das ein Eiskristall? Ein Kakao! Ah! Komm her, kleiner Eiskristall! Wow, er ist schnell! Gut? Ich glaub schon. Mein Schwanz ist immer so verdreht, oder? Vorsicht! Verschwinde, ewiger Frost! Ich sagte, verschwinde! Verblüffendes Violett! Meine Regenbogenmagie ist machtlos gegen den ewigen Frost! Wie gut, dass du Eis hier nicht gefangen hast, Bee. Sonst wärst du jetzt auch eingefroren. Aber wenn wir diesen Eiskristall nicht einfangen, wird er das ganze Festival ruinieren. Vielleicht weiß er aber auch nicht, dass er was Schlechtes tut. In seiner Welt ist seine Frostkraft was Gutes. Aber wie sollen wir ihn aufhalten? Er wird nicht zuhören. Er hört auf die Eiskönigin. Eure Majestät, ihr solltet eure Schwester darum bitten, ihn zu holen. Ja, gute Idee, True. Ich werde die Eiskönigin sofort bitten, ihn einzusammeln. Währenddessen sollten wir Eischen davon abhalten, alles und jeden hier in Eisblöcke zu verwandeln. Also, das wird nicht so einfach werden. Wir brauchen Wunschhilfe, und zwar schnell. Cumulon! Zum Wunschbaum, bitte! Schnell! Ein bisschen mehr zu der Seite, bitte. Etwas mehr nach links. Noch ein bisschen. Ja, perfekt! Sie! Oh, hi, True und Bartleby. Kommt rein! Ich sorge gerade dafür, dass die Wünsche möglichst gut fürs Winterwünschen aussehen. Vielleicht gibt es dieses Jahr gar kein Winterwünschen. Wir haben ein Frostproblem, ein ewiger Frostproblem. Ewiger Frost? Ich habe schon von ewigem Frost gehört, aber noch nie im Regenbogenreich. Ein kleiner Eiskristall aus dem Eiskönigreich hat ihn hergebracht. Er ist wirklich süß, aber er friert alles ein, was er berührt. Man kann ihn nicht schmelzen oder aufhalten, nichts geht. Wandernde Wurmlöcher, lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen?
Der Regenbogenkönig wird seine Schwester bitten, herzukommen, um den Kristall einzufangen. Aber bis dahin müssen wir verhindern, dass alle Festivalteilnehmer eingefroren werden. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauberei. Wunschbaum. Alles klar. Mal sehen, was die Wunschklopädie über deine Wünsche sagt. Zuerst haben wir hier Barmo. Barmo ist einer der besten Aufwärmwünsche, die es gibt. Mollig warm. Hoffentlich hältst du uns alle warm, bis die Eiskönigin da ist. Oh ja, das gefällt mir. Sehen wir uns deinen nächsten Wunsch an. Schirmer, ein Abschirmwunsch. Schirmer ist ein beschützender Wunsch. Er kann jeden von allem abschirmen. Ein sehr mächtiger Wunsch. Das ist genau das, was wir brauchen. Du kannst uns vor dem ewigen Frost abschirmen. Aha! Und dein letzter Wunsch ist ein sehr spezieller Wunsch mit sehr speziellen Kräften. Lami kann alles verlangsamen. Wow! Vielleicht kann Lami Eischen verlangsamen, sodass du ihn fangen kannst, Bee. Was? Ich kann den kleinen Kristall auch so fangen. Klar, er ist schnell, aber ich bin super schnell. Da ist nur diese Frostsache. Ihr erinnert euch? Richtig. Wir sollten zum Festival zurückgehen. Los, Wünsche. Zeit, das Winterwünschen zu retten. Su, Sip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Danke, Sie. Wünsch uns Glück. Viel Glück beim Eiskristall stoppen. Danke für die Wünsche, Wunschbaum. Halt dich vom ewigen Frost fern. Zurück zum Festival, Cumelow, so schnell du kannst. True. Das musst du dir ansehen. Oh nein. Der ewige Frost hat den niemals endenden Wald erreicht. Cumelow, schnell, halt hier an. Wir müssen die Waldkinder retten. Ich werde diesen Frost schon aufhalten. Nein, Bee, es ist zu gefährlich. Bleib zurück. Zeit für meinen ersten Wunsch. Sip, Sap, Su, ausgewählt bist du. Hilf uns, Schirmer. Wunsch werde wahr. Schirmer, beschütze die Waldkinder vor dem Frost. Es ist wirklich kalt. Alles klar? Ich hoffe, es funktioniert. Ja, unser Wunsch ist stark genug. Toll abgeschirmt, Schirmer. Ja, nimm das, ewiger Frost. Eischen, nein. Komm bitte nicht näher. In Ordnung? Nein, wir können nicht mit dir spielen, Eischen. Nein, 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 fass es nicht an! Nein! Geht es dir gut, Schirmer? Ich glaube, Schirmer versucht, das Eis wegzusprengen. Super Idee. Mach weiter. Spreng es weg. Danke, Schirmer. Du bist wirklich mutig. Pass du weiter auf die Waldkinder auf. Wir holen noch mehr Hilfe. Lieb von dir. Wir müssen den Frost aufhalten, True. Keine Sorge, Bee. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das schaffen werden. Danke, Cumelow. Pass gut auf dich auf. Und bleib schön weit oben über dem Frost. Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Wünsche zum Aufwärmen dabei. Es ist wirklich kalt. Ich habe genau das Richtige. Zeit für meinen zweiten Wunsch.
Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Komm raus, Wamo. Wamo! Wunsch werde wahr. Hallo, Wamo. Jetzt heiz mir mal richtig ein. Wohlig warmer Sasuni-Kakao. Danke, danke, danke. Kommt her, es gibt genug Kakao für alle. Siehst du, Bartleby, alles wird wieder gut. Ein Safe-Bubble-Anruf! True, ich kann die Eiskönigin nicht kontaktieren. Der Palast ist mit ewigem Frost bedeckt und der Spiegel zum Eiskönigreich ist zerstört. So ist Eischen also ins Regenbogenreich gekommen. Natürlich! Wenn Eischen durch den Spiegel kann, dann kann ich das auch. Ihr meint wir. Wir kommen mit euch. Ja! Bitte was? Ins Eiskönigreich? Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Wenn meine Magie gegen den ewigen Frost wirkungslos ist, brauche ich jede Hilfe, die ich kriegen kann. Wir sind schon auf dem Weg. Du, Moment! Wir können nicht ins Eiskönigreich gehen. Das ist kalt, so richtig kalt. Also so... Und was ist mit unseren Freunden? Wir können sie nicht einfach mit dem ewigen Frost allein lassen. Du hast recht, Bee. Wenn das Schloss bereits eingefroren ist, dann erreicht der Frost vielleicht auch bald den Wunschbaum. Wir können nicht mehr warten. Ich habe eine Idee, wie unsere Freunde in Sicherheit sind, bis wir wiederkommen. Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du. Wir brauchen dich, Lami. Wunsch werde wahr. Lami, wir brauchen mehr Zeit. Der ewige Frost breitet sich zu schnell aus und wir müssen ihn verlangsamen. Er ist wirklich kalt. Denkst du, du kannst ihn verlangsamen, bis wir wieder zurück sind? Ich kann nicht hinsehen. Es funktioniert. Lami verlangsamt den Frost. Er bewegt sich kaum noch. Ich wusste, dass das klappt. Gut gemacht, Lami. Lami, kannst du es so eine Weile aushalten? Lami wird den Frost erstmal aufhalten. Hoffentlich sind wir zurück, bevor Eischen wieder auftaucht. Ist schon okay, True. Geh zu diesem super kalten Ort. Und wir feiern währenddessen weiter das Winterwünschen mit heißem Sasuni-Kakao. Und sollte der Kristall zurückkehren, werden wir ihn schon erwarten. Es sind Schatten und Silberklaue. Zu euren Diensten. Wir haben von diesem mysteriösen Frost gehört. Wir werden nach dem Eiskristall Ausschau halten und ihn fangen. Wir versuchen es. Wir helfen alle dabei, den Frost auf Distanz zu halten. Yeah! Auf euch kann man sich verlassen. Cumulow! Es ist so toll, dass wir alle zusammenhalten, wenn der Wunschbaum in Gefahr ist. Zum Palast bitte, Cumulow! Moment! Sagte sie gerade, der Wunschbaum ist eventuell in Gefahr? Ja, es ist möglich. Der Frost ist langsamer, aber nicht gestoppt. Der kleine Eiskristall flitzt immer noch irgendwo hier im Königreich herum. Okay, alle zusammen, Planänderung. Wir gehen jetzt zum Wunschbaum. Wir gehen jetzt durch ein zerbrochenes Portal in ein gefrorenes Königreich und haben keine Wünsche mehr. Sag mir, dass alles wieder gut wird, True. Es wird sogar noch besser als gut. Warte nur ab. Wir werden die Eiskönigin finden, den Eiskristall fangen und das Festival retten. Und dann sagen wir uns unsere Winterwünsche am Wunschbaum. Es wird bestimmt das allermagischste Winterwünschen aller Zeiten. Versprochen. Pfotenversprechen. Sieh mal, True. Eine Spur aus ewigem Frost. Eischen ist direkt vom royalen Familienzimmer in die Regenbogenstadt geflogen. Beeil dich, Cumulow. Der Regenbogenkönig wartet auf uns. Danke, Cumulow. Das reicht bis hierher. Bist du sicher, dass wir mit ihm ins Eiskönigreich gehen müssen? Ich meine, es ist kalt. Der Regenbogenkönig braucht uns, Bee. Wenn wir den Eiskristall nicht aufhalten, wird er den Wunschbaum einfrieren. Frieren ein! Ey, ich meine, stopp! Aber ihr werdet einfrieren, wenn ihr den ewigen Frost berührt. Oh, richtig. Hier. Das fühlt sich lustig an. Kann jemand dieses Gedrehe abstellen? Wie,
ihr sehen könnt, ist der Spiegel ins Eiskönigreich zerstört. Ich kann ihn nicht benutzen, um meine Schwester, die Eiskönigin, zu rufen. Könnt ihr ihn nicht wieder zusammenzaubern? Ich habe es versucht, aber der Spiegel des Eiskönigreichs ist so kalt, dass meine Regenbogenmagie dagegen machtlos ist. Dann machen wir es wie Eischen und gehen einfach durch und bitten eure Schwester um Hilfe. Aber wir wissen nicht, wo wir auf der anderen Seite rauskommen. Und da das Eiskönigreich so kalt ist, könnte das gefährlich sein. Wir werden definitiv Wunschhilfe brauchen. Aber ich habe schon all meine Wünsche aufgebraucht, um die Winterwunschteilnehmer zu beschützen. Vielleicht gibt der Wunschbaum mir 3 weitere Wünsche. 3 weitere Wünsche? Du hast noch nie um mehr als 3 Wünsche gebeten, oder? Nein, aber der Wunschbaum hilft mir immer, wenn ich Hilfe brauche. Und wir brauchen Hilfe, also zurück mit euch zum Wunschbaum. Komm schnell zurück, True. Bevor das Regenbogenreich zum Frostreich wird. Hier, damit solltest du warm bleiben. Sie! True, Bartleby, ihr seid ja schon wieder da. Ist alles in Ordnung? Die Wünsche geben sich wirklich große Mühe, alle im Regenbogenreich warm zu halten. Aber der ewige Frost breitet sich immer noch aus. Deshalb muss die Schwester vom Regenbogenkönig, die Eiskönigin, ihren Eiskristall zurückholen. Eischen! Wir müssen also durch den zerbrochenen Spiegel ins Eiskönigreich, um sie zu holen. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass du um 3 weitere Wünsche bittest. Aber der Baum wird dir helfen, True. Lasst uns sitzen und nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Also, wir wissen, dass es im Eiskönigreich kalt ist. Wir wissen aber nicht genau, wo wir rauskommen. Wir müssen vielleicht weit umherreisen, um die Eiskönigin zu finden. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine 3 Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Bin durch. Zeig mir all deine Zauberei. Zauberei in einem Wunschbaum. Du hattest recht, True. Der Wunschbaum hat dir noch mehr Wünsche gegeben. Ja, aber er hat mir nur 2 Wünsche gegeben. Rätselhaft. Vielleicht weiß der Wunschbaum, dass du nur 2 brauchst. Sehen wir nach. Das ist Strecki, ein dehnbarer Wunsch. Mit ihm kannst du dich über große Entfernungen oder Hindernisse strecken. Toll, dass du mit ins Eiskönigreich kommst. Als nächstes haben wir Hindurch. Er lässt euch durch Dinge hindurchsehen. Ich hoffe, die Eiskönigin versteckt sich nicht. Aber wenn der Baum meint, dass wir dich brauchen, dann brauchen wir dich auch. Oho. Danke, Sie. Wünsche, wir müssen eine Eiskönigin finden. Oho. Su, Sip, Sap, Wünsche in den Rucksack. Mach's gut, Sie. Ich weiß, du wirst den Wunschbaum vom ewigen Frost beschützen. Natürlich. Geht jetzt. Das ganze Regenbogenreich zählt auf euch. Oh, du bist warm. Möchtest du vielleicht mit ins Eiskönigreich, um mich warm zu halten? Griselda? Was macht ihr alle hier? Du hast gesagt, der Wunschbaum ist eventuell in Gefahr. Also habe ich alle hergebracht, um zu helfen. Wir feiern das Winterwünschen einfach hier. Danke, Griselda. Ich danke euch allen. Ich weiß, dass ihr den Wunschbaum beschützen und warm halten werdet. Komm schon, Bartleby. Ich komme, True. Bis bald. Viel Glück. Denk daran, der Spiegel ist zerstört. Es weiß also niemand, wo wir rauskommen werden. Es könnte gefährlich sein. Sicher, dass ihr bereit seid? Bereit. Alles klar, dann los! Ich bin nicht bereit! Ich bin nicht bereit! Ah! Puh, wir sind im Eispalast! Wow, er ist wunderschön. Der ewige Frost sieht hier sogar ganz anders aus. Miau!
Keine Angst, Bartleby. Der ewige Frost gehört ins Eiskönigreich und ist hier nicht gefährlich. Puh. Ah, ich dachte, er wäre nicht gefährlich. Oh, sollte der ewige Frost nicht ewig halten? Ich bin mir nicht sicher, aber meine Schwester wird darauf sicher eine Antwort haben, wenn wir nur wüssten, wo meine Schwester ist. Eischen! Eischen? Wo bist du? Ah, oh, da ist noch einer. Friert, friert, friert doch ein. Es muss noch viel, viel kälter sein. Und sitzt und schaut mir rauf der Kopf. Mach, das ist nicht mehr Tropf, Tropf, Tropf. Komm schon, Eischen, lass den Quatsch. Ich brauche deinen kühlen Touch. Alles taut hier, komm schnell heim. Lass doch deine Spielereien, denn ohne dich gefriert's hier nicht. Ich fleh dich an, ich bitte dich, das Königreich dem Ende nah. Ich wünschte, du wärest da. Oh, Regenbogenkönig, hocherfröstelt dich zu sehen. Ich freue mich wie ein Schneekönig, dich zu sehen. Du kannst dich an True und Bartleby erinnern? Willkommen in meinem Eispalast. Es ist wirklich schade, dass ihr ihn in solch einem schlechten Zustand kennenlernt. Eischen! Ihr könnt aufhören, nach Eischen zu rufen, Eure Majestät. Eischen ist im Regenbogenreich. Aber wieso? Eischen kam durch den magischen Spiegel und hat ihn dabei zerbrochen. Und jetzt ist beinahe das ganze Regenbogenreich mit ewigem Frost bedeckt. Dann sind unser beider Königreiche in großen Schwierigkeiten. Was meinst du? Ohne Eischen wird mein gefrorenes Paradies wegschmelzen. Aber ich dachte, ewiger Frost hält für immer. Wenn Eischen in der Nähe ist, schon. Er hat eine magische Verbindung zum ewigen Frost. Ah, Wasser, Wasser tropft auf mich drauf. Umso wichtiger, dass wir Eischen so schnell wie möglich nach Hause bringen. Ihr müsst mitkommen, um ihn zu holen. Eiskönigin, er hört nur auf euch. Glaub mir, ich würde den kleinen Racker nur zu gerne nach Hause holen. Aber ohne Eischen muss ich in meinem Königreich bleiben, um es sicher und gefroren zu halten. Ihr müsst mitkommen oder ihr sagt uns, wie wir ihn nach Hause bringen. Ihr könntet den Wunsch benutzen, den mein Bruder mir zum Winterwünschen geschenkt hat. Ja, ein blauer Wunsch voller Möglichkeiten. Ein Wunsch, der sich noch aussuchen kann, was er sein möchte. Den nehmen wir. Ich meine, können wir ihn bitte ausleihen? Bitte, bitte? Aber natürlich. Allerdings ist er mit meinen anderen Schätzen in der Eisgalerie. Das sieht ganz schön weit weg aus. Das schaffen wir. Wir holen den Wunsch und bringen dann Eischen ganz schnell hierher zurück. Danke, True. Bitte bring mir mein Eischen so schnell wie möglich zurück. Ich vermisse ihn so. Ich kümmere mich darum. Los, los! Der kleine Eiskristall namens Eischen ist ganz in der Nähe. Der bedrohliche Eiskristall ist auf dem Weg. Wieso kommt er zum Wunschbaum? Oh, Glitzerkram! Eischen konnte den glitzernden Verzierungen beim Festival auch nicht widerstehen. Ja, ein glitzerndes Objekt könnte den Eiskristall vom Baum weglocken. Eiskristall, würdest du gern damit spielen? Sehr glitzernd. Für eine ganze Weile festgefroren sein werde. Es ist zwar kalt, aber nicht unangenehm. Unsere Mission ist gescheitert. Jetzt hängt es an Chu und dem Junki Dinati. Oh,
bin bald da. Ich halte mein Fell nie wieder für selbstverständlich. Danke, Fell. Ich liebe dich, Fell. Ich kann hier nicht schweben. Diese Kälte. Es muss doch irgendeinen Weg geben, schneller über dieses Eis zu kommen. Oh, rutschen ist viel, viel schneller als gehen. Regenbogenkönig, darf ich euch bitte schubsen? Schubs mich ruhig, True. Regenbogen sei Dank, das ist wirklich schneller als geht. Hey, sieh mal die. Das ist klasse. Und viel schneller als gehen. Was für ein Spaß. Es klingt wie brechendes Eis. Oh nein, es ist brechendes Eis. Dieses Eis schmilzt, so wie das Schloss der Königin. Wässriges Weiß, wir sitzen fest. Wie sollen wir denn so in die Galerie kommen? Wir müssen uns wieder zusammenbringen. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Strecki. Wunsch werde wahr. Strecki, du musst uns helfen, uns wieder zusammenzubringen. Schaffst du das? Drew, ich hab dich so vermisst. Vergesst mich bitte nicht. Keine Sorge, wir haben euch. Vielen Dank, Strecki. Strecki, es ist wichtig, dass wir zur Eisgalerie kommen. Die ist ganz da hinten. Kannst du uns dabei helfen? Aha. Na dann kann's ja losgehen. Ja, streck dich so weit du kannst, Strecki. Ah. Okay, gut festhalten, Leute. Festhalten? Woran soll ich mich denn... Grandioses Grün, das ist genau das Richtige. Heißes Wasser in meinem Hintern! Wirklich belebend! Ein royaler Rausch! Vielen Dank, Strecki. Ohne dich hätte das nicht geklappt. Zurück zu den anderen. Holen wir uns jetzt diesen besonderen Wunsch und gehen nach Hause? Na klar, Bi. Aber zuerst müssen wir die Tür finden. Ja, göttliches Grün, ich hab euch gar nicht gesehen. Hallo. Wir kommen direkt von der Eiskönigin, meiner Schwester. Und es ist sehr wichtig, dass wir die Galerie betreten. Zeigt ihr uns bitte die Tür? Also, ich glaube, diese frostigen Kumpel werden uns nicht reinlassen. Findest du das nicht auch irgendwie seltsam? Ja, ich kann meine Zehen nicht mehr spüren. Die Wachen bewegen sich alle gleichzeitig. Es sieht aus wie diese Reflexion bei der Kugel der Eiskönigin. Scheint, als wären es ganz viele Wachen, aber in Wirklichkeit ist es nur eine. Wow, aber wie sollen wir ihn finden? Mit Wunschhilfe. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Komm raus, hindurch. Wunsch werde wahr. Hindurch? Irgendwo hier in der Nähe versteckt sich eine Eiswache. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Aha. Oh, schon gefunden. Sei vorsichtig, True. Entschuldigung. Oh, er ist ein kleiner, süßer Eiswürfel. Wir müssen etwas wirklich sehr Wichtiges in der Eisgalerie finden. Würdest du uns helfen, reinzukommen? Dein Königreich schmilzt. So schnell, wie sich der ewige Frost bei uns im Königreich ausbreitet, genauso schnell schmilzt hier alles. Aber wir sind hier, um zu helfen. Lässt du uns rein? Ich glaube, die ist ein bisschen klein. Ah, das ist besser. Danke, hindurch. Du warst wirklich hilfreich. Su, zip, zap, zurück in den Rucksack.
viele Schätze. Eine Statue des Regenbogenkönigs. Sieht wirklich aus wie ihr, allerdings kälter. Was ist das? Du hast ihn gefunden, Bee. Da ist er. Der Wunsch, den ich der Eiskönigin gegeben habe. Ein Wunsch mit grenzenlosen Möglichkeiten. Das heißt, er kann alles sein, was er möchte? Genau richtig. Versuch ihn zu rufen, True. Wach auf, kleiner Wunsch. Das Regenbogenreich braucht dich. Der blaue Wunsch ist sehr mächtig. Also, kannst du uns helfen? Mhm. Na dann ab mit dir zu den anderen. Ich kann ihn fühlen. Mir ist ganz warm. Wow, ich kann die Wärme auch spüren. Hier drin. Oh, wenn nur alle bei uns zu Hause sie auch spüren könnten. Vielleicht können sie das ja. Kommt schon, na los. Glitzerige Ablenkungsmanöver haben nicht geklappt. Was sollen wir jetzt noch tun? Stopp! Falls du es nicht bemerkt hast, dein ewiger Frost friert unser ganzes Königreich ein und auch alle unsere Freunde. Wir wollen aber nicht eingefroren sein. Eischen, das ist unser Wunschbaum. Ich weiß, du willst nichts Böses, aber wenn du dichter kommst, ist es vielleicht schlecht für den Baum. Kannst du deinen Frost jetzt bitte endlich aufhalten? Oh, oh, ich glaube nicht, dass er es aufhalten kann. Dann müssen wir die Wünsche dichter zur Krone des Wunschbaums bringen. Dort ist es viel wärmer. Oh, oh nein! Schnell, gib mir deine Hand. Beeil dich, Joe. Ich fürchte, wir sind zu spät. Der ewige Frost hat den Wunschbaum erreicht. Unsere Freunde sind Eiswürfel. Keine Sorge, Bartleby. Der kleine blaue Wunsch wird uns helfen. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Besonderer blauer Wunsch. Wunsch werde wahr. Also los, kleiner blauer Wunsch. Es wird Zeit für deine besondere Magie. La, 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 la. Das ist alles? Der Wunsch mit unbegrenzten Möglichkeiten singt la, 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 la? Aber hast du denn nicht auch das Gefühl, dass schon bald alles wieder gut wird? Oh, das ist schön und so... Warm im Herzen? Komm schon, versuchen wir's. Wünsche sind das Schönste, was es gibt. Wir singen ganz laut mit, denn die Wünsche sind der Hit. Wundervoll, das Glück, was ich hier bin, weil wir hier die besten Freunde sind. Nimm dir Zeit und sei für Freunde da. Liebe ist ganz nah und sie wärmt dich Jahr für Jahr. Bleib dir treu und dir wird ganz schnell klar, jeder kleinste Winterwunsch wird wahr. Ja, True, du hast den Wunschbaum gerettet. Der blaue Wunsch hat ihn gerettet, Bee. Wir müssen Eischen noch nach Hause schicken. Eischen! Schon in Ordnung, Eischen. Wir freuen uns wirklich, dass du hergekommen bist, um mit uns zu spielen. Aber die Eiskönigin braucht dich. Und ich bin mir sicher, dass du sie auch vermisst. Stimmt doch, oder? Vielleicht können wir dich ja irgendwann mal besuchen kommen. Mach's gut! Weißt du, nachdem er uns fast das Winterwünschen ruiniert und alles eingefroren hat, muss ich zugeben, dass ich ihn trotzdem vermissen werde. Du hast es geschafft, True. Der Wunschbaum und das Regenbogenreich sind gerettet. Yeah! Aber nur dank eines ganz besonderen Wunsches. Jetzt
habe ich doch fast das Winterwünschen vergessen. Haltet alle eure Wünsche bereit. Es ist soweit. Ich bin bereit. Dürfen wir uns auch etwas wünschen? Aber natürlich, beim Winterwünschen kann sich jeder etwas wünschen. Und sie werden immer wahr. Jetzt fehlt doch nur noch eine winzige Kleinigkeit. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Oh, es sieht richtig schön aus. Der Baum ist bereit für unsere Wünsche. Du hast dein Pfotenversprechen gehalten. Welches Pfotenversprechen? Du hast versprochen, dass es das allermagischste Winterwünschen aller Zeiten wird. Und das ist es. Bye, bye! Eine schläfrige Übernachtung. Sei bereit für die Pfoten des Unheils! Du bist ein würdiger Gegner, Meister Kissen. Wir werden uns wiedersehen. Wer ist bereit für eine leckere Überraschung? Kitty Nati Ninja-Katzen sind immer für Überraschungen bereit. Tada! Ploppende Pfefferpaprika? Das ist mein viertliebster Snack. Vorher kommen natürlich noch Fischpusti-Cracker, Fischpusti-Cracker mit pikantem Käse und die Limited Edition Light Fischpusti-Cracker. Sekunde! Ploppende Pfefferpaprika? Check! Sasuni-Saftbälle? Check! Biegsame Strohhalme? Kein Check! Danke, kleine Helfer! Und check! So, jetzt ist alles für die Übernachtung bereit. Okay, weiter snacken! Oh, biegsame Strohhalme. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Man kann schließlich nie wissen, ob noch eine echte Prinzessin auftaucht. Ich bin da. Griselda. Ohne dich wäre es auch keine richtige Party. Ich weiß. Wo ist Frooky? Frookyline ist genau hier. Wie wäre es mit einem eiskalten Sasuni-Saft? Ja, bitte. Aber hast du auch ein biegsamer Strohhalm? Wie aufmerksam von dir! Hallo, Party-Leute! So weit, so gut. Alles läuft genau so wie geplant. Jetzt warten wir nur noch auf den Regenbogenkönig. Das wird er wohl sein! Willkommen, Regenbogenkönig! Hä? Eure Majestät? Oh, einen lieblich lavendrigen guten Abend wünsche ich True und Bartleby. Ich freue mich schon so auf die Übernachtungsparty. Ich habe gerade überprüft, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe. Wie meine Decke oder mein Kissen. Oh, also Ersatzzahnbürsten hätte ich mehr als genug. Oh, da ist meine Schwanzbürste. Die habe ich schon gesucht. Die ist einfach magisch. Und ich habe mein Kaugummi gefunden. Leckeres Kaugummi. Möchtest du was? Nein, danke. Nein, es geht nicht um die Zahnbürste. Ich habe ja eine dabei. Was könnte es sein? Nur keine Sorge, Eure Majestät. Wir haben alles, was ihr eventuell brauchen könntet. O purpurne Persimonen, True. Dein spezielles Potenzial für fantastische Planungen ist die personifizierte Perfektion. Das wollte ich auch sagen. Vielen Dank, Regenbogenkönig. Bitte, tretet ein. Regenbogenkönig, wie schön euch zu sehen. So, das war's dann. Alle sind hier. Check. Als nächstes Partyzeit. Wir sind jetzt schon beim letzten Partypunkt angekommen. Oh. Ein köstliches Yummy-Bären-Pfannkuchen-Frühstück am Morgen. Yay! Alles klar, Leute. Machen wir uns Bett fertig.
Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Drew. Ultramarine Ungerechtigkeit. Ich erinnere mich, was ich vergessen habe. Mein Momo. Ich nehme sonst immer mein Momo mit ins Bett. Momo? Das ist nicht auf meiner Liste. Könnt ihr auch ohne schlafen? Naja, es hat mir zwar die letzten 300 oder 400 Millionen Jahre beim Einschlafen geholfen, aber ich krieg das sicher hin. Ich zähle einfach kleine Helfer, bis ich eingeschlafen bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 Millionen 406, 6 Millionen 406. Oh, stopp. Ich habe einen ausgelassen. Ich fange von vorne an. 1, 2. Regenbogenkönig, soll ich euer Momo holen gehen? Das wäre kein Problem. Göttliches Grün, aber nein. Wir müssten ganz zum königlichen Gewächshaus gehen, um mein Momo zu holen. Das ist wirklich ziemlich weit. Mach dir keine Sorgen, True. Ich schlafe schon gleich ein. Okay. Und wenn ihr noch was braucht, fragt einfach. Gute Nacht, Regenbogenkönig. Gute Nacht, True. Oh, silbrige Störung. Ich möchte nicht alle wach halten. Ich wende wirklich nur sehr ungern Schlafzauber an. Aber wieso nochmal? Vielleicht nur dieses eine Mal. Blaues Schimmern, lass mich dämmern. Ich fühle mich schon ganz dämmerig. Was für ein schöner Sommerregen, so erfrischend. Bartleby, ach, du sprichst ja schon wieder im Schlaf. Tust du auch. Frookie, du fliegst ja. Hä, was? Drew, pass auf! Was ist hier los? Frookielein! Frookie, Frookie-Spätzchen, komm runter! Dich? Alles in Ordnung, Frookie-Knuddel. Jetzt bist du bei mir in Sicherheit. Ja, das bist du. Also, das habe ich bestimmt nicht geplant. Sie sind am Schlafschweben. Faszinierend. Ich habe davon gelesen. Aber nie gedacht, dass ich es mal erleben würde. Wir sollten sie runterholen. Nein, nicht anfassen. Wenn du es tust, wirst du auch schlafschweben. Können wir sie aufwecken? Vermutlich nicht. Aber wir können sie nicht rumschweben und überall gegenstoßen lassen. Wir brauchen ein Seil. Oder einen Faden. Ein Schmetterlingsnetz. Oder einen Faden. Einen super langen Strohhalm. Oder einen Faden. Gut gemacht, kleine Helfer. Moment, wo ist der Regenbogenkönig? Da ist er. Er schwebt aus dem Fenster. Momo. Regenbogenkönig, bitte mach auf. Wir müssen ihn einholen und dann aufwecken. Oh, Cumelow! Entschuldige, dass wir dich geweckt haben, aber wir müssen den Regenbogenkönig retten. Moment, ich muss mich noch umziehen. Müssen wir uns dann auch umziehen? Nein, behalte die Pyjamas an. Es ist doch eine Übernachtungsparty. Ich muss nur für alles bereit sein. Eine gute Idee. Würdet ihr Griselda und Frookie wieder ins Haus bringen? Danke, kleine Helfer.
Stadt ist am Schlafschweben. Faszinierend. Ja, sieh, aber jeder in Regenbogenstadt wird doch so einfach aus der Stadt fliegen. Wir brauchen Wunschhilfe. Und zwar schnell. Flieg uns bitte zum Wunschbaum, Cumulo. Sieh, wo bist du? Ich brauche Hilfe. True, ich bin direkt hinter dir. Oh ja, richtig. Entschuldige. Okay, wir brauchen etwas Leuchtendes, um Regenbogenkönig zu finden und etwas, um die Leute runterzuholen. Etwas Klebriges. Das ist klebrig. Nein, danke. Und dann brauchen wir etwas Lautes, um alle aufzuwecken. Ja, aber wenn wir sie zu schnell aufwecken, fallen sie womöglich einfach runter. Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Also, Kissen. Aber sie schweben ja alle noch. Also brauchen wir schon etwas Klebriges. Klebeband, Klebe, nein, Haargel. Sieh, wir brauchen Wünsche. Du hast recht, wir brauchen Wünsche. Setzen wir uns und denken nach. Okay, True, wie kann der Wunschbaum dir helfen? Naja, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir den Regenbogenkönig einfach so aufwecken. Vielleicht wachen die anderen Schlafschweber auch auf. Und fallen dann runter. Also müssen wir zuerst jeden sicher runterbringen. Gut mitgedacht, True. Und wenn dann jeder sicher unten ist, wecken wir den Regenbogenkönig auf und er bricht den Zauber. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teil deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teil mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Kuschli. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauber. Spinni. Diese Wünsche sind unglaublich. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, was über sie in der Wunschklopädie steht. Das ist Kuschli. Kuschli. Kuschli ist ein Deckenwunsch, der groß genug ist, damit viele Leute auf ihm schlafen können. Wenn du ein Gute-Nacht-Lied singst, wirkt er wie ein Magnet auf jeden, der schläft. Du bist perfekt, um alle zusammenzubringen und dann sind sie sicher. Dein nächster Wunsch ist Leuchti. Leuchti! Leuchti ist ein Lichtwunsch. Du bist genau das, was wir in einer dunklen Nacht brauchen. Und dein letzter Wunsch ist Springi, der hüpfende Wunsch. Springi! Springi ist großartig im Alleinespringen. Das ist eine Katzensache, sowas mache ich halt. Oder du springst auf ihn drauf, um extra hochzukommen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ein springender Wunsch helfen soll, aber mir wird schon was einfallen. So, zip, zap, ihr Wünsche in den Rucksack. Kommt mit, Leute. Wir müssen den Regenbogenkönig retten. Vielen Dank, Wunschbaum. Pass auf, Cumulo! Geht es nur mir so oder sind das wirklich viele Schlafschweber? Finde ich auch. Es wird wirklich schwierig, den Regenbogenkönig in diesem Chaos zu finden. Ich habe eine Idee. Bring uns bitte runter zum Park, Cumulo. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Wach auf, Kuschli. Wunsch werde wahr. Bereit, Kuschli? Kuschli. Sieh, du hast gesagt, wenn ich ein Schlaflied singe, werden alle Schlafenden von Kuschli angezogen. Stimmt's? Das stimmt. Dann lasst uns anfangen. Na, na, na. 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 Na, na, na.
funktioniert. Seht mal, da kommt der Regenbogenkönig. Oh oh, er hat Kuschli einschlafen lassen. Kuschli verliert seine Kräfte. Mama. Regenbogenkönig! Wir müssen irgendwas tun, sonst wird er einfach davonschweben. Das wäre gar nicht gut. Ich kann ihn kaum noch sehen. Hä? Wer ruft denn um diese Zeit noch an? Regenbogenkönig! Mama! Er muss mich versehentlich angerufen haben. Aufwachen, Regenbogenkönig! Wacht auf, bitte! Es bringt nichts. Oh, Regenbogenkönig, wenn ihr uns nur sagen könntet, was nicht stimmt. Oh, Mama. Nur ein Hinweis. Mama. Nur zwei Schlagworte, damit wir wissen, worum es geht. Mama. Ja, so in etwa. Momo? Das stimmt hier nicht. Regenbogenkönig geht niemals ohne sein Momo ins Bett. Ohne kann er einfach nicht einschlafen. Und deshalb ist er am Schlafschweben. Wir sind das völlig falsch angegangen. Wir müssen ihn nicht aufwecken. Wir müssen ihm nur helfen, gut zu schlafen. Natürlich! Mehr Schlaf ist die Antwort auf unser Schlafproblem. Ich wusste es. Der Regenbogenkönig braucht einfach nur sein Momo. Cumelo! Komm schon, Bartleby. Was? Was da? Los, los, Cumelo! Auf zum Regenbogenschloss! Okay, auf einer Skala von 1 bis dunkel? Ist es dunkel? Wie sollen wir den Weg finden? Ich habe ja leider nicht dieses Katzensehen im dunklen Ding. Ich war da schon immer sehr enttäuscht von. Ich weiß doch, dass meine Mutter einmal... Bartleby! Oh, tut mir leid. Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Wach auf, Leuchti. Wunsch werde wahr. Du bist dran, Leuchti. Regenbogenkönig hat gesagt, dass sein Momo im königlichen Gewächshaus ist. Hier geht's lang. Hier ist das Gewächshaus. Vielleicht ist Momo ja irgendeine Pflanze. Hier gibt es etliche. Woher sollen wir wissen, was was ist? Glücklicherweise ist jede Pflanze gekennzeichnet. Alles klar. Suchen wir die Momo-Pflanze. Okay, Momo-Pflanze. Momo-Pflanze. Also die hier ist es nicht. Ah! Wartet auf mich. Die hier auch nicht. Diese ist es auch nicht. Die auch nicht. Vielleicht ist es die Kletterpflanze da. Nein, hier ist nichts. Wo ist sie? Seht doch! Ist das der Regenbogenkönig? Er schwebt viel zu hoch. Wir müssen dieses Momo schnell finden. Aber wir haben schon überall gesucht und nichts gefunden. Nichts außer diesem riesigen Blumentopf hier. Das muss es sein. True, leuchte mal hier rüber. Es ist die Momo-Pflanze. Die Frucht der Momo-Pflanze verströmt ein sanftes Leuchten und sie summt leise, was beim Einschlafen hilft. Also, wo ist die Frucht? Ganz da oben. Jetzt weiß ich, warum uns der Wunschbaum Springy gegeben hat. Hier sie. Kannst du Leuchti halten? Zeit für meinen dritten Wunsch. Zipzapzu, ausgewählt bist du. Mach auf, Springy. Wunsch werde wahr. Okay, Kleiner, lass uns springen. Springen? Fertig? Wir springen, springen, springen! Los, Springy, los! Hört auf! Ich komm nicht an! Wie sollen wir das schaffen, True? Ich habe eine Idee. Bartleby, ich brauche Kittinati-Hilfe. Ich weiß, was du vorhast, True. Probieren wir es nochmal, Springy. Da. Da. Bereit? Fertig? Okay, Bartleby, es ist Ninja-Zeit! Hallo! Moment! Ich bin eine Katze. Gut gemacht, Bartleby. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Danke für deine Hilfe, Springy. Springy! Und dir auch, Leuchti.
So, Zip, Zap, zurück mit euch in den Rucksack. Okay, bringen wir dem Regenbogenkönig sein Momo. Komm schon, Cumelo! Momo! Da ist er! Das wird schwierig. Sollte Regenbogenkönig mich berühren und zum Schlafschweben bringen, müsst ihr zwei allein das Regenbogenreich retten. Ha, bloß kein Druck. Regenbogenkönig, ich habe euer Momo. 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 Der Regenbogenkönig schlafschwebt nicht mehr. Sein Momo muss den Zauber gebrochen haben. Seht nur. Es funktioniert. Die Schlafschweber schweben alle zurück in ihr Bett. Wir haben es geschafft! Wuhu! Yeah! Wir haben es geschafft! Danke, Kuschli. Du warst wirklich hilfreich. Und jetzt zurück in den Rucksack mit dir. Ab nach Hause. Ich bin müde. Müde? Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Wir haben die Stadt gerettet. Lasst uns feiern. Puh, was für eine Nacht. Meine Übernachtungsparty lief ganz anders als geplant. Ja, aber du hast das Königreich gerettet, True. Du bist meine Heldin. Und nicht vergessen, wir haben noch Yummy-Bären-Pfannkuchen für morgen früh über. Ihr habt recht. Diese Übernachtungsparty war doch richtig toll. True? True! Aufwachen! Hä? Hey, es riecht nach Yummy-Bären-Pfannkuchen. Wir haben sie nur für dich gemacht. Danke, dass du jeden in Regenbogenstadt gerettet hast. Und dass du dir gemerkt hast, dass ich biegsame Strohhalme liebe. Und danke, True, dass du mir mein Momo gebracht hast. Oh, ich danke euch so sehr. Das ist so lecker. Bartleby, du musst welche probieren. Ja. Die besten Pfannkuchen, die es gibt. So lecker. True's Geburtstagsparty. Ich hab Geburtstag. Das ist der allertollste Tag im ganzen Jahr. Zum Geburtstag, weil ich dich gern hab, gibt's eine riesengroße Party, ist doch klar. Ich treffe meine Freunde und der Kuchen ist groß. Es wird schon immer später, wir ziehen besser gleich los. Ich werde ein Jahr älter und ich freu mich famos. Bingo Bongo, wie sieht's aus? Bin gleich da. Wunderbar. True's Geburtstag, Happy Birthday, True. Und wir haben einen Geburtstagsbeat für dich. Bin zur Party eingeladen, mein Geschenk ist bereit. Christmas bringt mir meine Schürze, denn der Kuchen braucht Zeit. Ihr müsst alle mit uns feiern, hört auf eure Hoheit, denn alle lieben unsere True hier. Los, sagt ein Bescheid. Ich hab Geburtstag. Sie hat Geburtstag. Und ich feier ihn mit dir, weil ich dich mag. Geburtstag, True. Oh, danke, Bee. Okay, bist du bereit für einen großartigen Geburtstag? Aber sicher. Warte, ich muss noch so viel für die Party heute Abend vorbereiten. Nein, musst du nicht. Denn ich habe sie bereits vorbereitet. Wirklich? Ja, das ist mein Geschenk für dich. Ich sorge dafür, dass du den allerbesten Geburtstag aller Zeiten hast. Du musst heute überhaupt nichts machen, True. Oh, Bee. Du bist der Beste. Ich weiß, aber jetzt müssen wir mit dem Geburtstag feiern anfangen. Los geht's. Ich hab Geburtstag. Sie hat Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Du hast Geburtstag. Ich hab Bereit für was Feines? Ich habe etwas ganz Besonderes gemacht. Rate mal, was es ist.
es. Yeah, ich nenne sie Bartelkekschen. Die Idee hatte ich vor dem Spiegel. Welchen Teil soll ich zuerst essen? Meine Ohren natürlich. Gute Wahl. Hey, das schmeckt fast so wie Erdbeer-Nilla. Haben wir einen Erdbeer-Nilla-Kuchen für meinen Geburtstag? Du wirst dich noch gedulden müssen. Mit Schwabbelwackel-Peter und Blasenkau-Glasur? Mhm. Ja, und als dein bester Freund wusste ich natürlich, dass du all diese verschiedenen Geschmäcker haben wolltest. Es ist auf keinen Fall ein einfacher Brombeerkuchen. Oh, Bee, du kennst mich so gut. Kann ich mir dein Faceblasengerät für einen Nicht-Geburtstagsnotfall ausleihen? Klar. Hier, iss noch ein Bartelkekschen. Iss ihn so laut du kannst, okay? Laut genug? Griselda, nimm meine Faceblase an. Griselda, wir haben einen Geburtstagsnotfall. Wir haben keine Glitzerballons mehr. Wir müssen den Brombeerkuchen in einen Erdbeer-Nilla-Schwabbelwackel-Peterkuchen mit Blasenkauglasur umwandeln. Oh, das ist kein Problem. Backen ist nicht schwer. Man braucht nur die Feinfühligkeit einer Prinzessin. Aber du hast doch gar kein Rezept. Prinzessinnen brauchen kein Rezept. Wir sind in allem, was wir tun, großartig. Nicht wahr, Grismos? Okay, aber denk dran, der Kuchen ist das Wichtigste an unserer Party. Natürlich, deswegen mache ich ihn ja auch. Okay, Grismos, ihr habt Bartleby gehört. Der Melonenbeerenkuchen wird jetzt Erdbeer-Nilla-Schwabbelwackel-Peterkuchen mit Blasenkauglasur. Wo ist mein superschnell Aufgehpulver? Lasst uns mehr nehmen. Mehr ist besser. Hey, Leute, klappt alles mit der Dekoration? Okay, toll. Wir hören uns später. Bitte alle einsteigen in den Pitstadt-Geburtstagsexpress. Hey, sind alle auf dem Weg? Aber klar, wir sind voll im Plan. Sehr gut. Hey, Bingo Bongo. Du kennst den Weg, oder? Beim niemals endenden Wald links rum. Oh yeah. Okay, ich werte das mal als ja. Wer hat Lust auf ein Eismittagessen? Eis zum Mittag? Geht das überhaupt? Klar, es ist dein Geburtstag. Ich freue mich schon seit Tagen auf leckeres Eis zum Mittagessen. Perfekt, ab damit in den Ofen. Oh, was macht ihr, Grismos, da? Zur Seite. Dafür braucht man die Feinfühligkeit einer Prinzessin. Backen wäre schwierig, wenn ich nicht so gut darin wäre. Okay, Bartleby. Ich denke, das ist genug. Nur noch eine Kleinigkeit zur Krönung. Ein Fischpusti-Cracker. Wow. Wow. Bartleby. Oh. Oh. Jetzt kann ich das nicht zur Party anziehen. Ach, weißt du, du hättest das eh nicht angelassen, weil wir dir natürlich etwas Neues kaufen werden. Wirklich? Aber erst, wenn du das ganze Eis aufgegessen hast. Herausforderung angenommen. Nein. Das reicht einfach nicht. Es muss doch knallen. Und deshalb alle zusammen. Mehr ist besser. Seht ihr? Geburtstag! Nichts wird diesen Expressbus zu Drews Geburtstagsparty aufhalten. Außer vielleicht dieser wirklich köstliche Schleim. Hey, was dauert da so lange? Ich muss zu Drews Party. Entschuldigung, ich muss da wirklich hin. Könnten Sie bitte weiterfahren? Ja, was ist da los? Okay, das ist perfekt. Seid ihr bereit für mein neues Geburtstagsoutfit? Ist es so süß wie meins? Ich liebe es. In diesem fantastischen Outfit wirst du die Party rocken.
Was ist das? Keine Ahnung, aber wir sollten es rausfinden. Was ist hier los? Wieso ist hier Stau? Trues Partybus. Oh, hallo Regenbogenstadtbus. Solltest du nicht auf dem Weg zu etwas sehr Wichtigem sein? Vielleicht? Ja, das sollte ich, aber wie ihr sehen könnt, stecke ich in diesem wirklich köstlichen Schleim fest. Oh, wirklich köstlich. Da hast du recht. Und er schmeckt ziemlich doll nach Blasenkauglasur. Griselda! Oh. Für einen normalen Kuchenesser ist er schwabbelig und wackelig genug. Aber dieser Kuchen muss prinzessinnenmäßig schwabbelig wackelig sein. Mehr ist besser. Hey, Griselda, weißt du zufällig etwas über einen Blasenkauglasurstau? Bartleby, ich stecke mitten im wichtigsten Kuchen meiner gesamten Karriere. Ich brauche Raum. Ich spreche später mit dir. Aber... Missy! Also, wo waren wir? Ah, ja. Geburtstag! Alles wackelt! Bartleby, sieh nur! Die Bäume, sie fallen um! Wir müssen nachsehen, was los ist. Aber True, wir müssen... Was ist mit dem... Komm schon, Bartleby. Wir sind gleich wieder da, um dir zu helfen. Halte durch. Ich hoffe nur, dass es den Waldkindern gut geht. Ich bin sicher, den Waldkindern geht es gut. Du musst heute keinen Heldenkram machen, oder doch? Ich weiß nicht, Bee, aber lass uns trotzdem nachsehen. Was ist passiert? Ist alles okay? Diese Bäume blockieren euch den Weg? Vielleicht können wir sie zusammen bewegen. True, kann das warten? Wir müssen uns doch noch um diesen Schleimstau kümmern. Wenn wir nicht helfen, kann hier niemand mehr durch den Wald kommen. Hey, Bartleby! Bingo Bongo, Partydekoration, wir müssen diesen Baum wegschaffen, sofort! Ja, du hast recht. Der ist zu schwer. So schaffen wir das nicht. Zeit für Wunschhilfe. Auf zum Wunschbaum. Sieh! Happy Birthday, True. Ich hatte erwartet, dich erst bei deiner Party zu sehen. Die Party muss noch warten, Sie. Da war gerade eine Art Erdbeben. Ja, das haben wir hier auch gespürt. Es hat Bäume im Niemalsenden den Wald umgeworfen und jetzt kommt man nicht mehr durch. Und dann ist da noch diese Klebeproblematik in Regenbogenstadt. Eine klebrig-schleimige Problematik. Und sie verursacht einen riesigen Stau. Oh, das klingt wirklich ernst. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Also, zuerst müssen wir die Bäume im niemals endenden Wald wieder aufrichten. Ja, und die sind wirklich verdammt schwer. Und dann müssen wir den Schleimball von den Straßen in Regenbogenstadt entfernen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauber. Diese Wünsche sind unglaublich. Warte ab, bis du hörst, was die Wunschklopädie über sie sagt. Der erste ist Heba. Heba! Dieser Wunsch ist unglaublich stark. Er kann alles anheben, was du auf ihn platzierst. Probiert es ruhig aus.
Wow! Heber, du kannst uns helfen, all die Bäume wieder aufzurichten. Und der nächste ist Pusti. Pusti! Dieser Wunsch kann überall Luft reinblasen. Zum Beispiel in einen platten Reifen. Oder auch in Ballons. Pusti! Oder in einen riesigen Schleimball, so wie in den, der den Stau verursacht hat. Vielleicht kann Pusti ihn zu einer Blase aufpusten und wegschweben lassen. Pusti! Oh, den hier werdet ihr lieben. Das hier ist Krache Rache, einer der mächtigsten Wünsche, die es gibt. Krache Rache! Krache Rache ist ein Zerberstwunsch, der große Dinge in kleine Dinge zerbrechen kann. Wow! Ich weiß zwar noch nicht genau, wie uns Krache Rache helfen kann, aber es wird sicher ein Kracher. Susip Sap, Wünsche in den Rucksack. Danke, Sie. Mach's gut. Viel Glück, ihr zwei. Okay, wir sind zurück. Danke fürs Warten. Mal sehen, ob wir die Bäume von der Straße entfernt bekommen. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, so ausgewählt bist du. Mach auf, Heber. Wunsch werde wahr. Alles klar, Heber? Heber? Siehst du die umgefallenen Bäume? Ei, ei, ei. Könntest du sie für uns aufrichten, bitte? Das würde den Weg frei machen und alle könnten weiter dahin gehen, wohin sie wollen. Ach, ich freue mich nur darüber, dass die Leute weiter können. Los, Heber! Komm wieder runter, Heber! Okay, lasst uns den restlichen Weg freiräumen. Vielen Dank, Heber. Zurück mit dir in den Rucksack. Kombi, wir müssen in die Regenbogenstadt und uns um diesen Schleimball kümmern. Nein! Geburtstag, 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 Geburtstag! Vom Backen bekomme ich ganz rissige Lippen. Hey, oh, hi. Oh, was ist schon wichtiger, als sich um meine wundervolle Haut zu kümmern? Oh, oh. Ah. Hallo zusammen. Puh, so ein Glück. Ich fürchte, ich kann nicht noch mehr von diesem köstlichen Schleim essen. Okay, Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Pusti. Wunsch werde wahr. Hi, Pusti. Pusti. Dieser Riesenklumpen hat unsere Freunde zugeschleimt. Hilfst du uns beim Wegräumen? Pusti. Klasse. Ich wette, aus dem Schleim können wir eine Riesenblase blasen. Pusti, Kraft, los. Danke, Pusti. Das hat mich echt weggeblasen. Zurück in den Rucksack. Danke, Chew. Wir sehen uns später. Gern geschehen. Bis bald. Ich hatte natürlich gehofft, du müsstest dich heute um keinen Heldenkram kümmern, aber du hast das ziemlich einfach erledigt. Hab ich wirklich, oder? Hey, Griselda. Chew, ich wünsche dir den tollsten Geburtstag. Danke, Griselda. Könnte ich bitte mit Bartleby über alles andere als Kuchen reden? Aber sicher. Okay, was ist los, Griselda? Bartleby, dieser Kuchen macht absolut nicht das, was ich ihm sage. Platz! Nein, böser Kuchen! Die Worte böse und Kuchen passen aber nicht so gut zusammen. Was ist denn los? Also, ich denke, mehr ist doch nicht immer besser. Die Kuchenböden sind ein wenig größer geworden als erwartet. So groß wie wir essen die ganze nächste Woche Kuchen? Eher wie, ups, er ist zu groß für den Ofen. Und die Küche. Und auch für das Haus. Oh, komm schnell. Ich glaube, ich kann es nicht mehr lange aufhalten. Was war das? Das
Geburtstagskuchen? Riesengroßer, total geplanter Geburtstagskuchen. Bi, das ist total lieb von dir. Ich hätte es lassen sollen. Das wird für mich sein. Bartleby, hier passiert gerade etwas sehr Seltsames. Ich bin in diesem erlesenen Erdbeer-Nilla-Eiertraum eingesperrt. Ich habe ja schon mal in einem Stau festgesteckt, aber noch nie in Marmelade. Diesen Kuchen sollte man zu Frugis Hundeschule schicken. Hallo, Bi. Hallo, True. Es könnte ein kleines Problem mit der Party geben. Oh, meinst du etwa den Riesengeburtstagskuchen, der auf Pilz stattgefallen ist und alle unsere Gäste in der köstlichen, klebrigen Glasur gefangen hält? Aha. So war das nicht geplant. True, ich möchte dir deinen Tag nicht ruinieren, aber ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Schon okay, Bi. Ich mache nichts lieber, als anderen zu helfen. Oh, Cumelo! Hallo, Cumelo. Wir haben ein Kuchenproblem. Auf geht's zur Pilzstadt. Dieser Kuchen ist riesig und er sieht köstlich aus. Sollen wir uns einfach durchessen? Für mich wäre das okay. Es würde wohl zu lange dauern. So lecker das auch klingen mag, es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Sitzabzu, ausgewählt bist du. Mach auf, Kracheracha. Wunsch werde wahr. Hi, Kracheracha. Wir haben ein riesiges Kuchenproblem. Wir brauchen deine Hilfe. Kracheracha! Bereit, Kracheracha? Kracheracha! Wir zählen auf dich, Kracheracha. Kracheracha! Okay, warte auf mein Zeichen. Alles klar? 3, 2, 1. Kracheracha! Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag! Wow, letzter Stopp, Partyzeit! Lasst uns diese Party beginnen! Hey! Ich denke, ich überlasse die Partyplanung nächstes Jahr gleich dir, oder? Was meinst du, Bartleby? Naja, nichts hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Du hast ja nicht mal einen Kuchen! Bartleby, ich hatte einen großartigen Tag. Vor allem, weil ich ihn mit dir verbracht habe. Ich habe das Picknick und das Eis zum Mittag geliebt und ich liebe mein neues Outfit. Alles, was du gemacht hast, kam von Herzen. Und deshalb ist das der beste Geburtstag aller Zeiten. Hä? Was? Cupcakes! Warte, wie, es regnet Cupcakes. Ich glaube, niemand hatte jemals so eine Geburtstagsfeier. Alles klar, Kracheracha. Su, zip, zap, zurück in den Rucksack. Happy Birthday, True. Die beste Party aller Zeiten. Diese Party ist großartig. Vielen Dank, Leute. Das ist sogar die beste der besten Geburtstagspartys. Und das alles nur dank Bartleby. Toll gemacht, Bartleby. Ach, Quatsch. Danke, True. Du verdienst es. True? Hey, wo ist sie hin? Und jetzt für eure Geburtstagsunterhaltung. Darf ich euch nun unseren Ehrengast präsentieren? Klatschen Sie in die Hände und Pfoten für den Liebling des Regenbogenreichs und das heutige Geburtstagskind. Es ist True! True's Geburtstag, Happy Birthday, True. True's Geburtstag, Happy Birthday, True. True's Geburtstag, Happy Birthday, True. Der Geburtstag sieht nur für dich im Zoo. Fee-Fi-Fo, Froggy! Ja! Dieses Zelt steht fest!
Ich musste es nur 10-mal probieren. Ich bin klasse. Gut gemacht, Bartleby. Hey, ich hab vergessen, dass du da drin bist, True. Sorry. Vielen Dank, Bee. Ich bereite die Schlafsäcke vor. Es ist so schön hier draußen. Es gibt doch nichts Besseres als... Glamping! Glamping? Tada! Glamouröses Camping. Alle Griseldas sind heutzutage beim Glamping. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie mitgekommen ist. Hier gibt es Dreck. Du weißt, dass Camping rustikal sein soll, oder? Oh, glaub mir, das weiß ich. Ich habe nicht mal mein glitzerndes Schaumbad eingepackt. Ist doch so, oder, Fruki? Ein Welpe? Genau der Helfer, den ich brauche, um meinen lang verlorenen Schatz zu finden. Wer will einen Snack? Ich habe... glitzernde Sandwiches? Wer hat die eingepackt? Das sind Glamwiches. Sie sind lecker und wunderschön. Du kannst ruhig Frugilein fragen. Er liebt sie. Knabberzeit! Frugi! Glamper hetzen sich nicht! Fifa, fo, Piffi, es gibt nichts Besseres als ein Hundi, Hundi in Hundi, sag ich. So schnuffelig, Piffi, hilf mir, meinen Schatz zu erschnüffeln. Hol dir dein Glamwich. Zurück! Sauber Pfützen, er ist hier lang gegangen. Nein, mein Schnuffelpups wird sich hier noch verlaufen in diesem großen, schrecklichen, ekligen... Irrgarten, es ist ein Irrgarten. Und er ist nicht ekelhaft, sondern fabelhaft. Und du kommst hier nicht rein. Oh. Keine Angst, True. Ich werde die kleine Sabbermaschine schon finden. Irgendwie. Wer bist du? Anscheinend hast du noch nie von einem Irrgarten-Troll gehört. Wir sind gemein. Allerdings, wenn ich den Irrgarten nicht bewache, bin ich ziemlich nett. Warum würde jemand so etwas bauen, so unglamourös? Um meinen wertvollen Schatz vor allen zu verstecken, die ihn stehlen wollen. Aber jetzt ist mein größter Schatz da drin. Und das ist auch gut so. Mal ganz unter uns, der Irrgarten ist so groß, damit wirklich niemand meinen Schatz finden kann. Oh, nicht einmal ich. Aber ein Hund mit solcher Nasenkraft, oh, dein Knuddelknautsch findet meinen Schatz ganz sicher. Lieber Herr Troll, unsere beiden Freunde sind da drin. Wir müssen sie finden. Schön, aber man kommt in meinen Irrgarten nur rein, wenn man ein Rätsel löst. Wie viele Beeren dieser Körbe so schwer? Kannst du essen, sodass dein Magen ist nicht länger leer? Oh, das finde ich raus. Warte, Griselda, wir müssen sie erst eine nach der anderen zählen. Eine nach der anderen. Die Antwort ist eine. Was? Das kann nicht sein. Ich habe viel mehr als eine Beere gegessen. Das Rätsel lautet, wie viele Beeren kannst du essen, sodass dein Magen nicht mehr leer ist? Wenn du eine Beere isst, ist dein Magen nicht mehr leer. Ausgerätselt? Das ist richtig. Oh, ihr dürft hinein. Aber zuerst mache ich mit euch einen kleinen Rundgang. Wow. Wow. Fantastisch, oder? Ein Weg erscheint, wird zu mehreren Wegen. Dann erscheinen überall Türen und ganz schnell ist alles verquer und verdreht. Und was seid ihr zwei dann? Verloren! Hoffnungslos! Wie gesagt, eintreten dürft ihr gerne, aber das bedeutet nicht, dass ihr auch bleiben könnt. Das hat mir selber gerade eine Gänsehaut verpasst. Ich bin so ein guter Bösewicht. Was tun wir jetzt, True? Wir werden Fruki und Bartleby da drin niemals finden. Keine Angst, Griselda. Wir holen sie da schon raus. Aber dafür brauchen wir Wunschhilfe. Wenn du zum Wunschbaum gehst, komme ich mit dir. Natürlich kommst du mit. Wir können das hier nur schaffen, wenn wir beide zusammenarbeiten. Jumelo! Zum Wunschbaum, Jumelo! Oh nein! Yeah!
Hi, True und Griselda. Die Wünsche und ich sind campen. Diese drei haben sich ein Verdienstabzeichen verdient. Campen macht einfach Spaß. Ja. Reden wir etwa immer noch darüber? Campen ist seit 5 Minuten out. Wir sind nicht wegen Camping hier, sondern wegen eines Irrgartens. Irrgarten? Oh, ich liebe Rätsel. Klingt spaßig. Es ist ein riesiger Irrgarten und Fruki und Bartleby sind darin gefangen. Oh, das klingt weniger spaßig. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Nein, danke. Prinzessinnen sitzen nicht auf Pilzen. Lass mich runter! Bleib ruhig. Alles ist gut. Der Pilz wird wieder runterkommen. Möglicherweise. Wie kann der Wunschbaum helfen, True? Also, dieser Irrgarten ist schwierig. Mit Wänden, die sich bewegen und so. Wir brauchen einen Wunsch, der uns den Weg finden lässt. Hilfe! Ich sitze hier oben fest. Fest? Ja. Wenn wir im Irrgarten feststecken, brauchen wir einen Wunsch, der uns da wieder rausholt. Danke, Griselda. Gern geschehen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine 3 Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir alle deine Zauberei. Wünsche, 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 Wünsche. Das sind doch fantastische Wünsche. Lasst uns nachsehen, was die Wunschklopädie über sie sagt. Dein erster Wunsch ist Punktfleck. Er macht dir so viele Punkte, wie du brauchst. Perfekt. Punktfleck hilft uns, aus dem Irrgarten wieder rauszufinden, falls wir uns verlaufen sollten. Wir müssen nur den Punkten folgen. Polkadots sind großartig. Das ist mal ein Wunsch mit Stil. Dein zweiter Wunsch ist Seilchen. Dieser Seilwunsch ist eine große Hilfe, wenn ihr über etwas klettern oder etwas zusammenbinden müsst. Das könnte hilfreich sein, um aus schwierigen Situationen rauszukommen. Und schließlich habt ihr noch Schleichi. Ein seltener und ungewöhnlicher Wunsch, in der Tat. Dieser Wunsch kann alles verlangsamen. Das ist unglaublich. Ich bin nur nicht sicher, wie Verlangsamung uns beim Retten unserer Freunde helfen kann. Ich bin sicher, du findest einen Weg, True. Dem stimme ich zu. Und ich habe immer recht. Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bis bald, Sie. Viel Spaß mit deinem Campingkram. Viel Glück, ihr zwei. Ich bin sicher, ihr seid fantastisch. Fruki! Fruki! Oh, was soll das? Wie komme ich hier wieder raus? Ich warne dich. Meine Ninja-Katzensinne sind bereit. Fruki! Oh, bin ich froh, dich zu sehen. War froh, dich zu sehen. Okay, sei vorsichtig, wo du hintrittst. Dieser Irrgarten ist voller... Fall! Lauf! Und wir sitzen fest. Danke, Cumelow. Hey! Hey, kommt sofort zurück! Fruki, wir müssen hier rauskommen! Ach, gib mir einen Schub! Fruki, das ist kein guter Zeitpunkt, um auf dem Hintern zu rutschen. Ja, ich nehm's zurück. Dein Hintern ist der Beste. Warte auf mich! Hast du das gehört? Das ist Bartleby. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wie bleiben wir auf dem richtigen Weg? Es gibt so viele Abzweigungen. Zusammen werden wir den richtigen Weg schon finden. Aber bevor wir noch weiterlaufen,
sollten wir lieber sicherstellen, dass wir hier auch wieder herausfinden. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du! Komm auf, Punktfleck! Wunsch werde wahr! Punktfleck, kannst du hinter uns eine Punktspur zurücklassen, wenn wir weitergehen? Glitzerndes Pink, fast als würde er mich kennen. Rookie, wo bist du? Bartleby? Oh, wirklich clever. Der nette Troll in mir würde die Punkte einfach dalassen. Aber ich brauche diesen Hund, um meinen Schatz wiederzufinden. Also bin ich ein mieser Troll. Hey, der Troll stiehlt unsere Punkte. Oh, was für ein Fiesling. Wenn wir keine Punkte mehr haben, um zu sehen, wo wir waren, kommen wir hier nicht mehr raus. Dieses Problem lösen wir später. Erstmal müssen wir den Troll davon abhalten, uns aufzuhalten. Punktfleck, kannst du uns einen riesengroßen Punkt machen? Danke, Punktfleck. Der Troll wird seine wahre Freude daran haben, diesen Punkt zu entfernen. Also los! Der ist aber groß. Als würde mich das stoppen. Okay, warte! Wenn wir stecken bleiben, kommen wir hier niemals raus. Erst gehe ich, dann du. Was habe ich gerade gesagt? Die Tür ist nur ein Troll draufgemalt. Ah, Troll! Oh, bloß noch so eine Trolltür. Und zwar noch schlimmer als die letzte. Das höre ich oft. Ah! Wollt ihr weiter durch mein Labyrinth ziehen, müsst ihr noch ein Rätsel lösen. Solltet ihr das Rätsel nicht lösen, bevor das Vogelbad in der Erde versinkt, müsst ihr meinen Irrgarten für immer verlassen. Verraten Sie uns das Rätsel, Herr Troll. Wir sind bereit. Welcher Teil dieses Vogels fliegt nicht hoch hinaus und kommt stets aus dem Vogelbad ganz trocken heraus? Was ist das? Wow. Es taucht ins Vogelbad ein, bleibt aber trotzdem trocken. Vielleicht seine riechende Achsel? Oh, ich kann es nicht gut genug sehen. Schnell, versuch ihn zu fangen. Hi-ya! Der Vogel ist zu schnell. Wir hätten eine bessere Chance, seinen Schatten zu fangen. Schatten? Der Vogel ist oben am Himmel. Aber sein Schatten ist hier unten am Boden. Und sein Schatten kann ins Vogelbad gehen, ohne nass zu werden. Ich hab die Antwort. Sein Schatten. Ausgerätselt. Wieder richtig. Ihr dürft passieren. Schon wieder. Aber ich warte hinter jeder Ecke mit neuen Rätseln, bis ihr endlich aufgebt. Wir sehen uns. Ich meine, wir sehen uns. Wie sollen wir diesen Troll jemals davon abhalten, uns aufzuhalten? Lass uns mal darüber nachdenken. Wir müssen von ihm wegkommen. Aber er kennt den Irrgarten wie seine Westentasche. Ja, er ist raffiniert. Wir müssen ihn einfach nur so lange aufhalten, bis wir Bartleby und Frookie gefunden haben. Dafür habe ich genau den richtigen Wunsch. Schleichi! Seht mal, wer wieder da ist. Einen Moment, bitte. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Schleichi. Wunsch werde wahr.
Schleichi, lass uns diesen rätselsüchtigen Troll mal ausbremsen. Hier ist euer nächstes Rätsel. Was springt in die Luft? Aber kommt niemals runter. Du! Tada! Langweiler! Pass gut auf ihn auf, Schleichi. Mach, dass er schön langsam bleibt. Danke! Hier lang! Oh, hättest du denn nicht warten können, bis ich durch bin? Oh. Prinzessinnen zuerst! Das weißt du doch! Froggys Halsband! Boah! Erinnere mich daran, das auf die Wäscheliste der Grismus zu setzen. Froggy, wo bist du, mein Stinky-Knutsche-Muffin? Stinky ist bei mir! Hier drüben! Wo auch immer hier ist! Bartibi, wir kommen schon! Muss sie aufhalten! Froggy, wir kommen! Bartibi! True! Was für eine Heilgarten! Total verwirrend! Froggy, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, Warte, dein Hintern hat uns letztes Mal gerettet. Mach weiter! Beweg deinen Hintern, Junge! Du hast es geschafft! Froggy! Bartibi? True! Ich bin so froh, dich zu sehen! Hast du mich vermisst? Natürlich, Bartibi. Geht es euch beiden gut? Ja, aber wir sitzen hier unten fest und Froggy denkt, Sabberküsse würden irgendwie helfen. Hilfe! Wir holen euch da sofort raus. Schleichi? Oh nein, hast du keine Energie mehr? Aber das bedeutet... Ja, ich bin wieder da. Aber ihr zwei bekommt keine Rätsel mehr. Ich schmeiße euch sofort aus meinem Irrgarten raus. Hoho! Wartet mal. Diese Grube. Ich erinnere mich. Hier habe ich meinen Schatz vergraben. Der Hund hat ihn gefunden. Tada! Le, 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 le. Ups! Mein magischer Knüppel. Ausgerätselt. Ohne meinen Knüppel kann ich sie nicht aus dieser Grube holen. Ich werde diesen schrecklichen Irrgarten nicht ohne mein Froggylein verlassen. Hast du mich verstanden? Ja. Wow, du wärst ein wirklich guter Irrgartentroll, weißt du? Keine Sorge, ich habe einen Wunsch, der uns hilft, alle da unten rauszuholen. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du! Und noch aufzeichnen! Wunsch werde wahr! Hallo, Seilchen. Ich brauche ein langes Seil, um unsere Freunde aus dieser Grube zu retten. Kannst du uns helfen? Seil, Seil, Seil herbei! Greift zu, ihr zwei! Hab es! Warum bewegen wir uns nicht? Froggy, lass das Ding los! Nein! Das ist mein Schatz! Er hat ihn! Dein Schatz ist doch völlig wertlos, solange er da unten mit unseren Freunden steckt. Oh, das ist alles meine Schuld! Ich muss das wieder hinbiegen. Ich komme, um dich zu retten, Knutschi! Mich auch! Ja! Ausgerätselt. Jetzt brauche ich einen neuen Knüppel. Ja. Und ich bin nicht stark genug, um das hier alleine zu schaffen. Ja, dieser Hund hat einen Kiefer aus Stahl. Wir könnten uns doch gegenseitig aus diesem Schlamassel raushelfen. Du willst mit ihm zusammenarbeiten? Er wollte uns den ganzen Tag aufhalten. Die einzige Chance, alle daraus zu bekommen, ist zusammenzuarbeiten, Griselda. Alles klar. Bist du bereit, Seilchen? Bereit, Griselda? Aha. Ich wünschte, zusammenzuarbeiten. Hieße nicht, seine Stinkefüße festhalten zu müssen. Ich habe sie erst letztes Jahr gewaschen. Das bedeutet nichts Gutes. Oh oh. Schnell! Nimm meine Hand! Komm, Sabbermaschine! Zieh mit mir zusammen, Seilchen. Wir
können das schaffen. Wir haben es geschafft. Das hast du toll gemacht, Seilchen. Mein Frookylein. Mein Schätzelein. Oh, vielen Dank, tausend Dank. Ich danke euch von ganzem Herzen. Zusammenzuarbeiten hat es gebracht. Ich hab's doch gewusst. Dein Schatz ist ein Hundeknochen? Ja, ein Hundeknochen. Deshalb brauchte ich einen Welpen, um ihn zu finden. Du hast meinen heißgeliebten Frookie all dem ausgesetzt, nur wegen eines kleinen glitzernden Hundeknochens? Du bist echt mies. Ihr habt recht. Ich war heute wirklich mies zu euch. Ich mach das doch nur, damit sich niemand im Irrgarten verirrt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, der ist für dich. Du sagst zwar, du wärst ein gemeiner Troll, aber ich finde, du kannst doch sehr nett sein. Du hast meinem Schatz deinen Schatz gegeben. Oh, wie soll man diesem süßen Fratz widerstehen? Ich denke, es schadet nicht, wenn du Frookie ab und zu besuchst. Oh, wirklich? Oh, vielen Dank, vielen Dank! Prinzessinnen-Gruppenknuddler! Oh. Wie kommen wir jetzt hier raus? Folgt dem Superschnüffler! Yay! Glamping! Was ist Glamping? Es ist glitzerig, du wirst es mögen. Komm mit! Super-Duper-Tanzparty! Liebe Ballons! Ah! Sorry, True. Schon okay, Bartleby. Wir haben noch ganz viele andere Dekorationen, die nicht platzen. Puh, danke, True. Und wenn wir fertig sind, wird das Kolosseum super aussehen. Super duper! Für die Regenbogenkönig! Super duper Tanzparty! Danke, dass ihr mit dem Dekorieren angefangen habt, aber es wird Zeit, dass das ein professioneller Dekorateur übernimmt. Und das bin ich! Und meine Dekorationen werden nicht das einzige Sehenswerte sein. Du bist wirklich eine gute Tänzerin, Griselda. Ich weiß. Und wenn wir fertig sind und die Party richtig gut läuft, wird das endlich auch jeder überall wissen. Yeah, Spielzeit! Immerhin hast du Spaß. Jetzt hör auf mich voll zu sabbern. Hey, lass mich dir helfen. Danke für den Tanz, True. Gern geschehen, Bartleby. Hallo, True. Wie laufen die Vorbereitungen für meine super-duper Tanzparty? Großartig, Eure Majestät. Wir sind schon fast fertig. Und das Beste von allem, DJ Bingo Bongo wird auch dabei sein und richtig gute Musik machen. Das ist ja der Wahnsinn. Alle Augen im Königreich werden auf ihn gerichtet sein. Alle Augen? Das ist meine Chance. True, würdest dir was ausmachen, ihn am Bahnhof abzuholen und dann hierher zu bringen? Aber gerne, Euer Majestät. Es wäre mir eine Ehre. Wenn sie nicht noch so viel mit dem Dekorieren zu tun hätte. Aber keine Sorge, Regenbogenkönig. Ich hole Wingo Klingo. Hab ich doch gesagt. Tada! Das ist meine Chance, Bingo Dingo noch vor der Party zu hören. Wie nett von Griselda, Bingo Bongo für uns abzuholen. Ja, war es, oder? Vielleicht etwas zu nett. Im Namen des Regenbogenkönigs heiße ich dich herzlich willkommen, Bingo Blongo. Ah, danke. Ha? Was? Nein, nein, du nicht. Oh, wie schön. Frookie, stopp! Danke, kleiner Kerl. Oh, da bist du ja endlich. Ja, mein Name ist Bingo Bongo. Hallo, Blingo Blango. Oh, es ist Bingo Bongo. Hab ich doch gesagt. Und ich bin Griselda. Wir sind alle total aufgeregt, deine Musik bei der Super-Duper-Tanzparty zu hören. Super, ich bin ein wenig nervös, aber ich bin total bereit. Keine Sorge, sobald ich anfange zu tanzen, werden alle nur mich ansehen. Oh, cool, glaube ich. So, und jetzt lass uns in meine große Halle gehen, wo wir zusammen proben können. Okay. Ich möchte hören, was du kannst.
Kolosseum sieht so toll aus. Ja, wir haben alles gegeben. Die Ballons hängen, die Luftschlangen fliegen, der Kratzbaum steht. Du weißt schon, für jeden, der Lust aufs Kratzen hat. Okay, der Kratzbaum ist nur für mich. Oh, warte, wir haben was vergessen. Was? Nickerchen. Fischbusti-Cracker. Griselda sollte bald mit Bingo Bongo zurück sein. Ich warte auf sie. So, Grismus, tut so, als wärt ihr das Volk. Nur zugucken. Und ich gehe auf die Bühne. Verstanden? Ja. Musik! Stopp, stopp, stopp! Kannst du bitte mal etwas spielen, zu dem ich tanzen kann, ohne dass alle anderen auch tanzen wollen? Von vorne! Niemand kann dazu tanzen. Nicht einmal so eine tolle Tänzerin wie ich. Ich bin zutiefst verärgert. Es tut mir leid, wenn ich nicht mal für eine so tolle Tänzerin spielen kann. Bin ich vielleicht... ein schlechter DJ. Ich bin sicher, du kannst es besser. Du möchtest doch schließlich auf keinen Fall den Regenbogenkönig und all die anderen Gäste enttäuschen. Okay, probieren wir es nochmal. Los geht's! Wingo Klingo? Unhöflich! Ach, ich hatte den tollsten Traum von meinen Fischpusti-Crackern, als du mich geweckt hast. Ach, sie haben auf meiner Zungenspitze getanzt. Oh, Fischpusti-Cracker. So fischig, so pustig, so knusprig. Dein Traum klingt lecker. Aber wir haben ein Problem. Griselda und Bingo Bongo sind nicht im Kolosseum aufgetaucht. Und hier sind sie auch nicht. Ich schaue mit meinem Katzenauge und ich sehe... Oh, ein Bingo Bongo! Er geht weg! Stopp! Warte, Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Warte, komm zurück! Schlu, stopp den Bus! Na, ganz toll! Und jetzt haben wir gar kein DJ für die Super-Duper-Tanzparty. Was ist passiert? Warum hast du Bingo Bongo nicht getroffen? Ich hab ihn getroffen. Er ist zum Üben in mein Schloss gekommen. Aber er hat nicht sehr gut gespielt. Wirklich nicht. Wirklich? Das klingt gar nicht nach ihm. Dann hat er gesagt, er wäre ein schlechter DJ. Und lief weg. Einfach so. Wo finden wir denn jetzt einen neuen DJ? Ich glaube nicht, dass wir einen neuen DJ brauchen. Wir müssen Bingo Bongo einfach helfen, sich gut zu fühlen. Wir brauchen Wunschhilfe. Jumalo! Hi, Jumalo. Bist du bereit, uns zum Wunschbaum zu bringen? Dann lasst uns los! Hey, True und Bartleby. Was machst du da? Das ist mein Wunschoskop. Damit kann ich in einen Wunsch reingucken, um sein Temperament zu verstehen. Was? Was für eine Persönlichkeit er hat. Schau mal, dieser Wunsch hat eine blubberige Mitte. Das bedeutet, er liebt es zu lachen. Zum Beispiel so. Dankeschön, Wunsch. Und seid ihr beide bereit für die Super-Duper-Tanzparty? Nicht wirklich. DJ Bingo Bongo ist gegangen. Oh nein, ohne DJ haben wir keine Musik. Nehmen wir uns einen Moment. Also, warum ist Bingo Bongo gegangen? Griselda sagt, er hätte nicht gut gespielt. Und als wir ihn gesehen haben, sah er wirklich traurig aus. Ja, er hat Griselda sogar gesagt, er wäre ein schrecklicher DJ. Es klingt, als hätte Bingo Bongo sein Selbstvertrauen verloren. Selbstvertrauen, natürlich. Selbstvertrauen. Was ist Selbstvertrauen? Es bedeutet, du weißt, dass du etwas gut kannst. Wenn ich also weiß, dass ich ziemlich gut im Kitty-Nati-Sprung-Dreh-Tritt bin. Dann hast du Selbstvertrauen. Ja, hab ich. Sprung und drehen und tritt.
Aber wenn Bingo Bongo denkt, er könne keine Musik mehr spielen, dann hat er sein Selbstvertrauen verloren. Wir müssen ihm helfen, es wiederzufinden. Ich bin auch super im Springen und Drehen und Fallen. Tolle Aktion, Bartleby. Selbstvertrauen. Ich denke, Bingo Bongo gute Laune zu bereiten, wäre bestimmt ein guter Anfang. Er war auch so still, als wir ihn gesehen haben. Vielleicht braucht er was, das ihm hilft, lauter zu sein. Denk daran, er braucht seinen Beat zurück. Das ist alles super wichtig für einen DJ. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Über sie erzählen. Lass uns in die Wunschklopädie gucken. Ah ja, hier ist er. Flatterly ist fantastisch im Vibrieren. Vibrieren? Das bedeutet, seine wackeligen Arme können alle gleichzeitig rumflattern. Das ist super. Wir wollen Bingo Bongo aufmuntern. Also lassen wir Flatterly schwegen, bis Bingo Bongo giggelt. Ich bin sicher, das dauert nicht lange. So, dein zweiter Wunsch. Ah, hier, Bum Bum. Er kann die leisesten Geräusche ganz laut machen. Der perfekte Wunsch für einen zu leisen DJ. Was? Buffet? Ist das all you can eat? Wo ist dein dritter Wunsch? Ah, hier ist er. Beatpfote. Er springt auf und ab und zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ich weiß noch nicht wirklich, wie Springen Bingo Bongo helfen soll. Aber ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Danke dir, Sie. Und danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Komm, Bartleby, lass uns Bingo Bongo finden und ihm helfen, sein Selbstvertrauen zurückzubekommen. Yeah! Mach's gut, Sie! Viel Glück! Da ist Bingo Bongo! Oh nein, es sieht aus, als würde er in den niemals endenden Wald gehen. Wir müssen ihn aufhalten. Ups. Ich weiß, was ich sagen muss, um ihn aufzumuntern. Bingo Bongo? Der Bingo Bongo? Du bist es! Wir lieben deine Musik! Warum? Ich bin ein schrecklicher DJ. Okay, das hat nicht geklappt. Mein Name ist True und das ist Bartleby. Wir sind gekommen, um dich zur Super-Duper-Tanzparty zu bringen. Ich kann da nicht spielen. Tut mir leid. Wir müssen wirklich etwas machen. Es wird Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zoo. Ausgewählt bist du. Wach auf, Flatterly. Wunsch werde wahr. Okay, Flatterly. Kannst du ein bisschen giggelschwiggeln, um Bingo Bongo giggeln zu lassen? Giggelschwiggeln. Es funktioniert nicht. Probieren wir es nochmal. Schwiegel größer, Flatterly. Ich schwiegel und schwagel. Sieh her, wie ich wackel. Ein großes Schwiegel. Schwiegel, schwiegel, schwiegel. Schwiegel, schwiegel, schwiegel. Schwiegel, schwiegel, schwiegel. Ich brabbel und wackel und zappel wie Spabbel. Wow, der Plumps hat einen tollen Klang gemacht. Lass mich mal probieren. Ja, toller Klang. Bum, 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 bum. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Bingo Bongo liebt musikalische Klänge. Wenn wir mehr davon machen, muntert ihn das vielleicht auf.
weiß, du versuchst nicht zu lachen. Komm schon, ich sehe ein kleines Lächeln. Mach es zu einem Lachen. Okay, okay. Du hast es geschafft. Du hast mich zum Lachen gebracht, obwohl ich gar nicht wollte. Du bist gut. Danke. Du aber auch, Flatterli. Genug geschwiggelt. Komm zurück zu den anderen. Geht es dir jetzt besser? Ja, danke. Gut genug, um auf der Super-Duper-Tanzparty zu spielen? Ach, ich weiß nicht. Ich möchte gern, aber was, wenn ich... Ich bin wirklich schrecklich. Warum versuchst du nicht erst hier Musik zu machen? Niemand hört zu, außer uns. Okay, los geht's. Das ist es. Du kannst es. Oh, ich kann nicht. Ich bin schrecklich. Ich schaffe es nicht. Oh nein. Bingo Bongo, warte. Nein, hört auf, mir hinterher zu laufen. Ich sehe ihn. Er versteckt sich hinter einem Baum. Ich habe mich schon oft hinter Bäumen versteckt. Es ist kein gutes Zeichen. Bingo Bongo, das war ein toller Anfang. Du musst nur noch warm werden. Musik machen kannst du doch am besten. Was ich am besten konnte. Jetzt enttäusche ich einfach nur noch jeden. Sein Selbstvertrauen ist total erschüttert. Was machen wir nur? Wie sollen wir ihn überzeugen, auf der Party zu spielen, wenn er nicht mal für uns spielen will? Ah, nicht für uns? Mit uns! Komm mit! Fetter Sound! Als ich auf Flatterli gespielt habe, ist Bingo Bongo mit eingestiegen und hat seinen eigenen Klang gemacht. Wenn ich ein ganzes Lied spiele, macht er vielleicht wieder mit. Tolle Idee, True. Lass uns Musik machen. Hey! La 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 la. Das ist toll. Jeder kann mitmachen. Sei nicht schüchtern. Halt! Eti, ich sagte halt. Klingt so, als bräuchten wir mehr Übung. Mhm. Wir brauchen jemanden. Jemanden, der uns den Beat gibt, nachdem wir spielen können. Wartet, ich habe eine Idee. Mein Beatpfotenwunsch kann uns mit dem Beat helfen, indem er hoch und runter springt. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Beatpfote. Wunsch werde wahr. Beatpfote, wie wär's, wenn du uns einen Beat zeigst, der uns von den Füßen reißt? Mhm. Okay, Beatpfote, zeig uns, wie du springst. Oh, wow. Vielleicht etwas langsamer. Kannst du zu einem regelmäßigen Beat springen? Bum, 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 bum. Oh, yeah. Das machst du toll! Okay, es geht los. Ich singe so gern. Schöne Melodien, Freunde. Den Beat, damit ihr tanzt, meine Freunde. Bingo Bongo, du bist großartig. Wirklich jeder tanzt. Du bist ein richtig guter DJ. Danke, True. Das bedeutet mir viel. Hi! Worauf warten wir noch? Wir haben eine Super-Duper-Tanzparty, die Super-Duper-Tanzmusik braucht. Lasst uns gehen. Nach dir. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Wow, hört euch die Leute an. Klingt, als wären sie bereit zu tanzen. Bist du bereit, sie tanzen zu lassen, Bingo Bongo? Ich denke schon. Vielleicht. Ja. Ja. Ja, ich bin bereit. Ja. Wartet. Nein. Ich hab's mir überlegt. Nein. Du bist immer noch nicht bereit zu spielen? Ich war bereit dafür, aber jetzt bin ich unsicher. Oh, hallo, Jingo Klengo. Es heißt Bingo Bongo. Hab ich doch gesagt. Du bist wieder da.
Dann hat die Super-Duper-Tanzparty wohl doch einen DJ. Ich weiß nicht. Manche Leute denken, ich bin nicht gut genug. Griselda, als du Bingo Bongo gesagt hast, er würde zu schlecht spielen, hat er dir das geglaubt. Und jetzt ist er wirklich traurig. Tut er das? Ich wollte nicht, dass er sich schlecht fühlt. Aber wenn er nicht spielen will, kein Problem. Ich habe meinen eigenen DJ zur Party mitgebracht. Okay, Frookie, lass was hören. Fang ruhig an. Frookie Schnuppi, Liebes, ich weiß, du kannst das. Bitte? Er sollte beim Sabbern bleiben, das kann er wenigstens. Oh, okay, schön. Lasst wie auch immer er heißt spielen und lasst alle anderen tanzen. Yeah! Ich wollte doch nur, dass alle mich angucken. Oh. Griselda, jeder liebt es zu tanzen. Aber wenn wir alle zusammen tanzen, haben wir am allermeisten Spaß. Es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen. Es wird keine Tanzparty geben. Was? Regenbogenkönig, was ist passiert? Seht nur, es gibt kein Publikum. Oh nein, also waren die Geräusche, die wir gehört haben, von Leuten, die das Kolosseum verlassen haben, anstatt reinzukommen. Hi! Da Bingo Bongo nicht aufgetaucht ist, sind sie wieder nach Hause gegangen. Wirbelnde Wolken. Hieran ist gar nichts super-duper klasse. Bingo Bongo ist jetzt hier, Eure Majestät. Er kann die Party noch retten. Aber wie, True? Es ist niemand mehr da. Du bist der Einzige, der die Super-Duper-Tanzparty retten kann, Bingo Bongo. Denkst du, du schaffst das? Die Party retten? Ja, das schaffe ich! Juhu. Tanz, 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 Tanz! Ich versteh's nicht. Ich spiele super, aber keiner kommt zurück. Vielleicht können sie dich nicht hören. Keine Sorge, ich hab da was. Zip, zap, zoo. Ausgewählt bist du. Wach auf, Bum Bum. Bam, bam. Wunsch werde wahr. Okay, Bum Bum. Bist du bereit, die Lautstärke hochzudrehen? Mhm. Dann lass uns die Musik ins ganze Königreich bringen. Es funktioniert! Du hast unsere Super-Duper-Tanzparty gerettet! Danke, True! Ohne deine Hilfe wäre ich nicht zurück auf der Bühne. Ja, gleich ist es soweit und dann wird jeder hier tanzen. Es würde helfen, wenn ihnen jemand zeigt, wie. Griselda, so etwas nenne ich eine Super-Duper-Tanzparty. Danke, True. Es war mir eine Ehre, Majestät.